ob da was kommt. So, ihr Lieben, ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zum aktuellen Racing-Geschehen der NSS. Ich bin auch wieder mit am Start. Viele Technikprobleme auch wieder meinerseits, denn SDK meinte, ein Update rauszuschieben. Und das hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Es ist wieder soweit, die NSS steht an. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Jungs springen gleich in die offene Quali und dann geht's auch schon weiter. Ich muss sagen, Tabelle habe ich immer noch nicht, muss ich aber gleich noch nachreichen, werde ich, glaube ich, wenn die Jungs und Mädels da draußen sind, ein bisschen doktern, damit das funktioniert. Alles andere kriegen wir noch hin, versprochen, binde ich euch ein, gar kein Thema. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr fit seid für dieses Event heute. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich habe anscheinend was Falsches gegessen, der Mittag war eher nicht so pralle, deswegen, ne? Vorsicht, Obacht, ich bin viel mit Lutschbonbons unterwegs heute. Also, verzeiht mir an der Stelle ein bisschen viel mit blecherndem Stimmchen. Aber gut, wir springen rein ins aktuelle Geschehen. Ihr seht auch, mein Setup hat sich ein bisschen verändert, weil ich improvisieren musste, aber so ist es nun mal. That's Racing. So, also dritter Lauf, NSS steht vor der Tür. Die Rennweltengemeinde, also heute wieder par excellence mit am Start. Ich freue mich sehr über diesen, ja, über diesen Fun Fact, dass es heute wieder losgeht. Und es sind einige wieder mit am Start, wie ich das hier ganz sehe. Leider hat sich auch die Config wieder verabschiedet. Ich habe extra die Jungs und Mädels drum gebeten, mir eine wunderschöne NBR Sprint Series, Nürburgring Sprint Series Logo zu geben, was ich zuschneiden kann. Das habe ich zugeschnitten und dann das Update. Und dann sieht es genauso chaotisch aus wie vorher. Ich weiß nicht. Ich wollte es neu aufsetzen, ich bin leider aufgrund von diesen Osterarbeitszeiten nicht dazu gekommen, es zu korrigieren. Wovon rede ich? Um was geht es? Um den aktuellen Standverhalt hiervon. Wenn ich jetzt ein Replay zum Beispiel reinbringe von Lukas Henke, dann seht ihr, die Nürburgring Sprint Serie ist so doppelt. Das soll eigentlich nicht so sein, aber zumindest ist diesmal ein Bild, mit dem man arbeiten kann. Und Lukas Henke macht hier einen Front Nose Bump mitten rein statt nur dabei. So, es geht also wieder gleich in die Quali. Die ersten sind schon unterwegs. Und gekonnt, wie gehabt, schalten wir natürlich auch die Trackmap ein, damit wir so ein bisschen sehen, da fliegen sie ja gerade alle aus der Boxengasse raus, die ganzen Haudegen. Und bin ich mal gespannt, wo sie hingehen und vor allen Dingen, ob die Liveries funktioniert haben. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich dran gearbeitet habe, dass diese Liveries-Anzeige jetzt endlich funktioniert. Und zum Beispiel bei Dominik Steffens Alter ruckelt es hoffentlich nicht bei euch genauso. Was ist denn da los? Es ruckelt bei euch genauso hart.
Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Bin ich ehrlich? Aber das war kein Zustand, den ich so akzeptiere. Ich denke, jetzt läuft es deutlich flüssiger und ich denke, jetzt ist es auch so, wie es auch sein soll. So, worum ging es eigentlich? Zum Beispiel um Martin Semmler, der DRT-Fahrer. Wie ihr seht, jetzt ist auch livery-technisch alles so angepasst, wie es sein soll. Dann haben wir zum Beispiel Daniel Berker. Auch der trägt jetzt tatsächlich MJR und sein Ferrari auch die richtige Livery. Das war mir so unfassbar wichtig, nur warum und zum Himmels Willen da alles kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Auch die Herrschaften Sven Lottmann und Co. sind jetzt alle mit am Start mit den richtigen eingeblendeten Liveries. Hoffe ich zumindest, denn Patrick hat mir da wunderbar zugespielt. Und ja, ich freue mich auf dieses Event. So, Zettle, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Spickzettel. Ich hab's gleich, versprochen. Also was da heute wieder an Technikwurm drin ist, ich verstehe es nicht, aber we will see. Es wird sich in Zukunft einiges verändern im Bereich des Setups und weil das ist, ich sehe schon wieder, es hakelt dermaßen. Und ich weiß nicht woran, ich habe einfach nur Plug and Play reingespielt. Da, ich hoffe, ich habe es jetzt im Griff. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber es ist schon ungewöhnlich viel am Ruckeln heute für die Performance, die ich hier stehen habe. Normalerweise sollte das butterweich laufen. Jetzt haben wir aber auch schon lange genug den Kollegen Lottmann im Feld gehabt zum Thema Tabelle. Gucken wir uns das gleich nochmal an. Das kann ich euch dann vorlesen, glaube ich. Würde mehr Sinn machen. Zum gleichen Zeitpunkt. Aber jetzt gucken wir jetzt mal auf die Strecke. Erstmal wieder akklimatisiert, nachdem hier alles verloren gegangen ist. So. Haben wir die eingeblendet? Ja, okay. Da sind zumindest die Fahrzeuge auf der Strecke. Let's go Racing und dann gucken wir gleich mal an, wer wie was wo unterwegs ist. Den Quali-Modus können wir im Moment noch ausmachen, weil ich möchte doch schon noch so ein bisschen mit den Leuten quasi arbeiten, die mir hier vorgegeben sind. Ja, so, dann Simon Pflück. Auch das für mich eine neue Persönlichkeit im Feld zu begrüßen. Auch das ist immer sehr, sehr schön mit der 979 am Start heute. Und leider Gottes hat dieser Porsche immer noch diesen Grafikbug. Teamkollege mit der Startnummer 88 fährt direkt voraus. Schauen wir mal kurz rein. Die Battlebox, wer sagt denn, ist dann Kollege Redline. Das, hä? Moment. Redline ist doch ständiges Team. Jetzt muss ich kurz luschern. Heißt wahrscheinlich Pit Redlin. Und ich spreche es wieder zu amerikanisch aus. Sorry an der Stelle. So. Aber jetzt habe ich mich. Jetzt habe ich. Dann haben wir zum Beispiel Fritz Morawitz, der hier mit der Startnummer 62 unterwegs ist, in Custom Line Livery Design in seinem Ferrari.
Startnummer 62 im Moment auf der 3, aber ihr wisst alle, das wird sich noch ändern, denn keiner hat eine Zeit gesetzt. Dann Dominik Steffens, der GT4-Pilot, auch der ist wieder mit am Start. Martin Semmler hatten wir eben schon, der BMW mit der Startnummer 79. Von ihm erwarte ich ein hohes Mittelfeldergebnis. Andreas Helten, auch das, der Neusser Motorsportclub, 1928 EV-Pilot. Auch der sollte sich heute wieder gut auf der Nordschleife zurechtfinden. Dann haben wir Markus Stadtfeld, die 885 im GT4 BMW unterwegs. Dann Philipp Dirsus, auch der mit seinem AMG unterwegs, Familienbomber bei Team ProSport. Auch da wieder die ganze ProSport-Gemeinde. Ich habe es gefeiert, als die neue Sponsoren bekommen haben. Grüße da nochmal raus. Das ist gar nicht so einfach heute in der jetzigen Zeit. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ProSport zum Beispiel jetzt einen neuen Teil dazu gewonnen hat. Bei einem GTR 86, so rum wird ein Schuh draus, ist Florian Schissel wieder mit der Startnummer 16 am Start. Ich kann euch auch gleich sagen, dass es am Ende keine Interviews geben wird, weil ich direkt danach auf Arbeit muss. Das wird zeitlich sonst nicht hinhauen und eine Straßenbahn mit Verspätung anfangen, weil man nicht da ist. Gibt einen Haufen Ärger, dementsprechend muss ich direkt los. Wer es vorhin gesehen hat in der Kamera, ich habe meine Arbeitskleidung tatsächlich noch drunter. Dann Alexander Binder. Der GT3-Pilot im Moment im Mittelfeld, auch das ein Name, den ich noch nicht sehr häufig gelesen habe. Bin mal gespannt, was der Custom Line Livery-Pilot hier heute mit der Startnummer 17 zeigen wird. Und dann haben wir ein BMW, Pat Golchert, die Startnummer 77, der GT3-BMW unterwegs im Feld. Dann haben wir Lukas Henke, auch der hat jetzt endlich seine richtige Livery. Das ist sehr schön. Gerade bei den GR86 ist es so gewesen, dass ich mich schon echt schwer geärgert habe, dass die teilweise einfach nur blank rumgefahren sind. Dann Tyson mit seinem Audi R8. Grüße gehen raus. Der zwar allerdings noch Custom Livery ist, aber zumindest so angezeigt wird, wie er sein soll. Dann haben wir Martin Kapp, der Kollege im GT4 AMG unterwegs mit der Startnummer 428. Dann Ben Samberg, da haben wir den nächsten GT3-Piloten und der Destiny Racing-Pilot ist gerade auch schon über Start und Ziel. Dementsprechend gehen jetzt die heißen Runden los für die Piloten. Da sehen wir einige, die jetzt schon unterwegs sind. Dann haben wir Markus Steiner, auch der bewegt sich gerade auf Start und Ziel auf der Nordschleife bzw. auf dem Grand Prix-Kurs. Der AMG Custom Line Livery ist jetzt gerade mit der Startnummer 9 auf einer heißen Runde. We will see. Dann der GT4-Pilot Jan-Philipp Raber, die ist Startnummer 69. Der MJR E-Sports-Pilot, auch das wieder sehr, sehr schön mit am Start. Kasia-Lisa Hansen im Turner-Livery-Design, nicht ganz custom-like, denn diese Livery ist tatsächlich in echt unterwegs, nur glaube ich auf einem anderen Auto. Aber Wild Animals Racing, Kasia-Lisa Hansen, die Startnummer 7 im GT4 heute mit von der Partie. Matthias Hosang versucht sich wieder am Aston Martin AMR mit der Startnummer 173 in der GT4 zurechtzufinden. Hatte ja sehr häufig, schreibt er gerne im Chat. Ich freue mich jedes Mal darüber. Wir haben einen neuen Follow gekriegt tatsächlich. Liebe Grüße und vielen, vielen lieben Dank an von den Rennwelten und mir natürlich. Schön, dass du mit dabei bist. Solche Infos kriege ich leider gar nicht zugespielt. Aber danke dafür, dass mir da ein Mod das Ganze hier mit reingebastelt hat. Dann Thomas Blase, TB wahrscheinlich die Abkürzung davon. Die Startnummer 84, auch das ein Custom Line Livery. Sieht übrigens sehr, sehr stark aus. Es erinnert mich so ein bisschen an Two-Face. Auch das steckt sehr viel Arbeit drin, glaube ich, in so einer Livery. Philipp Grabner, der ist in der GT3 wieder mitzufinden. Auch das einem definitiven Custom Livery Design. Der GPR E-Sports Pilot mit der 385. Auch er jetzt gerade im Karussell unterwegs. Gino Wiese, auch der ist eine Legende vor dem Herrn. Immer mal wieder ist mir dieser Name begegnet. Und gerade im Bereich des neuen E-Sports bzw. iRacing ist er mal immer wieder aufgefallen. Und ich bin mal gespannt, jetzt zum ersten Mal habe ich ihn unter der Fittiche und kann ihn moderieren, was die Startnummer 48 da heute aufs Tableau zaubert in der GT4. Im Moment auf der 1, darüber wird er sich freuen im AMG, aber wie gesagt, noch keine Zeiten gefahren. Da kann noch viel passieren. Dann hatten wir vorhin Pit Redlin, der Black Six Racing Pilot mit der Startnummer 88.
Und Felix Ruppert, die Startnummer 31 der Rennwelten E-Sports Pilot in seiner, würde ich mal sagen, Trading Papes Custom Livery, auf dem er unterwegs ist. Also das Ding ist sowas von Stange. Da kannst du definitiv eine Münze schmeißen. Ich denke, jetzt haben wir sie alle durch die Bank weg mal gezeigt und schauen da so ein bisschen. Jetzt können wir auch den Quali-Modus mal reinholen und schauen. Da sieht man herzlich wenig, denn die Fahrzeuge sind immer noch schwer am Arbeiten. So, ich glaube, Kollege Grabner ist der Erste, der da eine Zeit setzen wird. Er hier. Philipp Grabner, die 385, ist bei mir gelistet, tatsächlich noch auf einer Outlap. Das bedeutet, wer ist noch? Tyson ist auf einer Outlap und Morawitz ist auf einer... Flück müsste derjenige sein, der als erstes, Simon Flück wird wahrscheinlich die erste Zeit des Tages setzen auf der NSS. Und wenn ich mich so nicht ganz arg verrechnet habe, jetzt gerade was die Abstände angeht, sollte er hier also mit der 979 die erste Zeit aufs Tableau zaubern. Im Moment Anfahrt Bergwerk, rauf, hoch geht's, ab geht die Luzi ins, ja, in einer der schnellsten Sektionen auf der Nordschleife, denn die Döttinger Höhe ist die schnellste, ist ganz klar. Aber in der Bergwerkkurve, da habe ich mich mal übrigens schwer zerrissen, obwohl es angefangen hat zu regnen. Da ist sehr gerne Aquaplaning. Für alle, die schon mal echt oder eine Tourifahrt gemacht haben im Regen, Bergwerk, immer ganz beliebte Stelle für eine gelbe Flagge. Habe ich auch schon drinnen gestanden. Klare Sache, unangenehm das ist. Und natürlich später hinaus auf der Mutkurve haben wir schon einige lustige Dinge in der NSS begrüßen dürfen. Was da passiert ist an absolut geilem Racing. Zum Teil leider auch wegen Crashs. Da hatten wir den ein oder anderen Kontakt genau hier an der Stelle und dann fliegen die Fahrzeuge mal dezent in Richtung Leitplanke. Und ja, da haben wir auch schon Überschläge gehabt und Flyby-Modus von dem einen oder anderen. Aber That's Racing, in der echten Rennwelt ist es tatsächlich ähnlich aufgebaut. Da gibt es auch da den einen oder anderen Crash. Ich kann davon reden, denn wir hatten letztens am Hockenheimring einen Überschlag im Kiesbett-Motodrom. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Aber gut, der ist genau seitlich reingerutscht und hat sich einfach zweimal überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Da habe ich schwer gekichert und das im freien Training. Da kriegst du richtig Ärger vom Chef. Das erstes freies Training und das Auto ist Schrott. Da kannst du dir auf jeden Fall die Ohren warm anziehen, denn das gibt Backpfeifen ohne Ende. So, währenddessen hier, glaube ich, das OBS nur einbricht. Draußen bei euch sieht es deutlich entspannter aus, was die Grafik angeht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, Audio-Video-Balancing passt. Nicht, dass ich da wieder zu niedrig bin. Ich bring mal ins Auto rein und guck mal, was da so mit drin ist. An Soundcheck. Weil es sieht doch so, also die Ausschläge sagen, es ist doch ein bisschen arg. Aber gucken wir mal. So. Also ihr könnt mir gerne nochmal euer Feedback reinschreiben, ob oder ob ich nicht hier irgendwas anpassen muss. Achso, ich habe euch ja noch gar nichts mitgegeben. Eieieiei. Ich habe auch wieder geschlafen. Holla, die Waldfee. Für die, die gerade zuschauen, habe ich mal einen kleinen Test für euch. Ich möchte gerne mal, dass ihr ausprobiert, ob das bei euch funktioniert. Ob das Live-Timing bei euch funktioniert. Das würde ich gerne wissen. Ob ihr das Live-Timing quasi vom Event sehen könnt oder nicht. Das wäre ganz, ganz praktisch. Hat sich die
Muss ich halt so durch. Muss ich halt so durchhalten in den Reihen. Rennen. Muss nicht irgendwie. Ah, jetzt haben wir es. Gut. Hammer, 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 Hammer. Jetzt können wir mal kurz gucken, währenddessen wir mit dem unterwegs sind. Ich will nur mal wissen, ob das bei euch funktioniert. Ich hoffe, ihr seht das soweit. Okay, zumindest die Tabelle kriege ich eingeblendet. Das ist schon mal gut. Die können wir dann gleich nochmal durchgehen, wenn wir dann in den Sessions rumhüpfen. Das ist ganz praktisch. Gott, war jetzt wieder zum aktuellen Rennengeschehen zurück. Von meiner Bastelstube. Das ist heute schon wieder so schlimm. Ich weiß, ich bin manchmal ein Chaot, aber... gehört auch dazu. So, die ersten Zeiten sind gesetzt. 7,57. Tatsächlich ist Pflück derjenige, der die erste Zeit gesetzt hat und bislang auch die schnellste Zeit. Aber da fehlen mir noch einige Legenden, denn Danny Guisa ist noch nicht da. Der fehlt noch. Der amtierende Meister in der GT3 fehlt hier absolut noch in der Wertung. Dann hat sich der Teamkollege Pitt mit reingesetzt. Simon Pflück ja im letzten Umlauf Dritter gewesen, beziehungsweise in der Gesamtwertung, muss ich mir angucken. Aber er hat ordentlich Punkte aufgeholt. Dominik Steffens auf der 1 und Marc Merlin Wolf auf der 1. Der ist übrigens, glaube ich, auch noch nicht da heute. Oder? Marc Merlin Wolf? Sag mal. Bis auf Dominik Steffens. Ja, bis auf Dominik Steffens sind alle amtierenden Meisterschaftsführenden nicht da heute. Faszinierend. Ah, ja gut. Ungefähr ähnliche Sache wie bei mir heute. Aber Grüße an die Jungs von HD Performance. Dann gute Besserung natürlich. Und vor allen Dingen, ja, viel Erfolg auf der Arbeit. Ich darf nämlich direkt nach dem Stream los, um meinen Dienstauto nachher anzutreten. So, schauen wir uns mal die aktuelle Stände an. Die MJR Masterfront ist dabei, der Kollege Jan-Philipp Raber. Die Startnummer 69 aktuell auf der 1, Provisional Pole in der GD4. Dann haben wir Simon Pflück, wie eben schon angesprochen, derjenige hier, die Provisional Pole in der GT3 geholt und der GR86, da werden die Zeiten noch ausgefahren. Ja, Blas ist da auf jeden Fall gerade über die Linie, aber ich glaube, der war auch auf seiner Outlap. Das heißt, der Kollege Schissel, der jetzt gerade hinten im letzten Eck da oben aufzufinden ist, da dauert noch eine Weile, bis da eine Zeit reinkommt. Gucken wir mal den Quali-Modus an, wer ist denn da unterwegs? Blase, ja, Blase ist der Nächste, der wirklich eine Zeit schreiben kann. Florian Schissel, by the way, der ist da richtig schnell im GTR 86. Warum sage ich immer GTR 86? Wo kommt das T her? Von Toyota oder was? Ich weiß es nicht. Habe ich mir irgendwo zusammengeklaut. Es ist ein GR 86. Irgendwann lerne ich es hoffentlich auch mal. Schauen wir mal. Lars Hampel ist unterwegs, Marc Pielberg, ich will Spielberg sagen. Schon wieder zu viel Formel 1 geguckt, alles klar. Aber so sieht's aus. Daniel Berger im Moment auf der 3 unterwegs. Der MJR im GT3, ja, könnte mehr, will vermutlich aber nicht. Denn Nordschleife ist eigentlich ein Geduldsspiel. 100% Accuracy und jede Menge Nerven aus Stahl. Das ist die Nordschleife mal grob übersetzt. Dann haben wir einen Kollege Sven Lottmann im Moment auf der 4. Aber das sind noch einige. Grabner, Tyson, Binder, Diersus, Semmler vor allen Dingen. Morawitz, auch der könnte hier nochmal Zünglein in der Waage spielen. Und der ganze Powertrain, der ist im Moment da oben unterwegs. Das heißt... hier Richtung Bergwerk, aufwärts Richtung Mutkurve, alles rein in Richtung Karussell.
Da ist noch ein bisschen Luft zum Atmen für die ganzen Herrschaft. Der Einzige, der nur auf einer Outlap unterwegs ist, ist der Kollege Grabner. Da wird die Zeit aber nach 9 Minuten relativ knapp. Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Also alles, was jetzt noch ohne Zeit ist und ein bisschen arschweit weg ist mit einer Outlap, wird vermutlich nicht mehr rechtzeitig über die Linie kommen. Bei 9 Minuten, und wir sehen es ja teilweise 7 Minuten, 8 Minuten der Zeiten, wird das sehr, sehr eng, da noch eine zweite dran zu hängen, wenn du noch eine halbe Runde Outlap hast. Dementsprechend bezweifle ich, dass alle, die jetzt noch mit einer Outlap gelistet sind, auf jeden Fall rechtzeitig über die Linie kommen, um eine Zeit zu generieren. Beim Kollegen Grabner muss ich mir das mal genauer angucken. Ups, das war nicht Grabner. Wo ist er denn? Sind sich gerade verabschiedet, Philipp Grabner. Da haben wir ihn, der AMG-Pilot in der GT3 GRP im eSports 385er. Ist im Moment gerade, ja, hohe 8 unterwegs, so wie das aussieht. Da braucht er noch eine knappe Minute raus. Plus nochmal 7 Minuten knapp, wenn er schnell ist. Es wird knapp. Also ich bezweifle, dass er nochmal rechtzeitig reinkommt. Aber ich habe mich schon mal eines Besseren belehrt. Da habe ich irgendwann mal gewettet. Und den Kasten Bier, by the way, den habe ich mir für den Community Day aufgehoben. Schade, dass der Community Trailer keine Musik hat. Sonst hätte ich den nachher nochmal eingespielt. Denn ich bin dort. Ich bin dabei, mit von der Partie. Und werde meine Wett- und Ehrenschulden an der Stelle natürlich einlösen. Grüße gehen raus an Moritz, der mich da einmal komplett hops genommen hat an der Stelle. Und ja, ich freue mich aufs Wiedersehen mit euch Haudegen da draußen. Ich freue mich auf den ganzen Community Day, auf den Samstag. Zu Sonntag geht's also rund in Mendig. Und ich hoffe, ihr seid auch alle zahlreich dabei. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass das Wetter passt. Denn im Moment, wenn man mal rausguckt, ist das alles andere als semi-optimal. Deswegen drücken uns die Daumen, dass das Wetter auch mitspielt. Auf jeden Fall einige, die sich schon abseits der Strecke befunden haben. Alexander Binder, Markus Steiner, Matthias Rosang hat sich auch mal kurz neben der Strecke befunden. Hannes Neumann, Fritz Morawitz, auch der ist weg. Disus, Hampe, Blase, Henke, einige, die sich da verabschiedet haben. Und dann kommen jetzt so langsam aber mal die GT3s rein. Wir sind auf der Dödinger Höhe. Ja, Philipp Grabner, mein Freund, ich bezweifle, dass du das in 7 Minuten minus, also er müsste ja jetzt eine 6er Zeit hinknallen, der GRP, GPR eSports Bolide. Das bezweifle ich an der Stelle mal, außer irgendwie SDK hat nicht mitgekriegt, dass es keine Outlap ist, sondern eine Hotlap. Gucken wir mal rein, was hat er denn da im Moment? Laptime hat er noch keine. Also muss es eine Outlap sein, tatsächlich, die er da fährt. Meine Sektorzeit. Ah, fängt nicht viel damit an. Es gibt ja auch Overtime. Ja, drücken wir ihm die Daumen. Das letzte Mal war es leider so, dass es nicht mehr gereicht hat. Aber Philipp Grabner geht jetzt über die Linie und kann jetzt zumindest reinhauen. Wir sehen Flück, Redlin, beide drin. Samberg in die Box, die werden keine Zeit mehr nachlegen. 7:59.819 von Daniel Berker, einer Moderationslegende und auch Fahrerlegende, wie er mal wieder unter Beweis gestellt hat. Aktuell dritter Platz mit 6/10 Abstand. Lottmann, auch der ganz, ganz schnell unterwegs, hat sich da nochmal reinsetzen dürfen. Ein Positionchen nach vorne. Dirsus, der sagt sich danke für die Frösche. Nein, für die Ostereier an der Stelle. Der Familienbomber bei Team Pro Sport. Der hat sich da mit der Startnummer 20 mal auf die 3 gesetzt. Und Berker auf die goldene Ananas verschoben. Was kommt da noch aus dem Feld? Wir sind gespannt. In der GT4 ist es Raber, der seine eigene Zeit jagt. Markus Stadtfeld, der könnte, aber hat 3,1 Sekunden bzw. 14,03 auf die Bestzeit, hat zwischenzeitlich ein paar gelbe Sektoren gefahren. Gino Wiese, auch der ist gut unterwegs, alles grün, also persönliche Bestleistung, aber kein Purple, also sehe ich jetzt keine große Gefahr bislang für Jan Rabe, denn der ist im Moment sich selbst der größte Feind, so wie es aussieht, auf der Strecke. So, da sehen wir den Porsche auf jeden Fall ausrollen. Der wird auch keine Zeit mehr nachlegen. Das müsste Lottmann sein. Der wird wahrscheinlich auch gleich in die Box abbiegen. Dirsus, der versucht vielleicht nochmal einen Run oder biegt er ab. Nein, Dirsus, der geht nochmal auf Ehre in die Nordschleife.
Was ist so mit Leuten wie Andreas Helten? Er ist mit der Startnummer 29 reingekommen. 9. aktuell nur für ihn. Morawitz ist 10. Quendor folgt uns auch. Liebe Grüße. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Let's go iRacing an der Stelle mit Rennwelten. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht mit den Boliden. Dann können wir nachher nochmal gucken, was die Tabelle sagt. Wieder der Stand der Dinge ist. Ich werde die ersten 10 wahrscheinlich mal durchgehen. Ui, 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 Rupert. Felix Rupert, still und heimlich mit der Custom Livery Startnummer 31. Zap, 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 zwei Huhn, zwei Gänse, 1,4 Sekunden langsamer zwar als Flück, aber er hat auf jeden Fall das teaminterne Duell da vorne gesplittet, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Ein bisschen Farbe in die Front Row gebracht, der Custom Style Livery Pilot definitiv mit am Start. Und die beiden GT3s jagen sich, aber so richtig. Das müsste Semmler sein, aktuell gegen Dirsus. Die Livery erkenne ich, wenn ich nicht ganz blöd bin. Und Martin Semmler, ja, vollkommen korrekt, Martin Semmler, der wird nicht vom Gas gehen. Der ist nämlich noch auf seiner heißen Runde. Währenddessen der Pro Sport da hinten dran mit Dirsus im Schlepptau, ja, jetzt irgendwie dran vorbeikommen muss. Ich hoffe, dass die beiden aufeinander aufpassen. An der Stelle gibt es gerne mal den ein oder anderen unfreiwilligen Kontakt. Hatten wir im Rennen auch schon gesehen. Gerade Martin Semmler hatte es da mal getroffen. Ich glaube, ein böses Erwachen für ihn. Wie sieht das denn aus der Football? Guckt euch mal, die fahren ja jetzt schon, als würde es keinen Morgen mehr geben. Im Quali. Mal die Onboard-Perspektive aus dem AMG. Jagdposition gegenüber der Startnummer 79. Da wird richtig viel gewiggelt. Der BMW da sehr, sehr stark auf dem Heck instabil gewesen beim Einlenken bzw. beim Runterbremsen. Hier eine so gute Vollgaspassage bergab runter in die Spitzkehre. Ich habe den Namen der Kurven nie auf dem Schirm. Da könnt ihr mich für auszählen, wie ihr wollt. Aber für mich sind es mehr die Emotionen. Hier habe ich nämlich einmal schön eingeplankt. In meinem Leben einmal. Habe ich rechts in der Leitplanke auf dem Dach gelegen. Grüße gehen raus an den Porsche, der nicht warten konnte. Der mir da als Heck geknallt ist. Dann einmal Left-Hander rein. Das müsste Adenau sein. Hier links zur linken Hand. Dann hoch Richtung Bergwerk. Diese Kurvenkombination sehr, sehr tricky auf dem Rear-End, gerade weil das Auto mit der Bergaufpartie und dem Drehmoment nicht ganz klar kommt. Und dann war's das. Also, da ist Dirsus jetzt langsam die Hutschnur gerissen, glaube ich. Und er hat dann gesagt, Bruder, das macht mir jetzt einfach zu viel. Und gehen wir mal zu Florian Schissel. Der ist aktuell sich selbst der größte Gegner, hat hier einen Purple-Sektor nach dem anderen auf der Nordschleife. Da wollen wir auch nicht vergessen, dass im Moment der GR86, der Toyota, ich sage einfach Toyota, da unterwegs ist im Moment auf der 1 mit der Startnummer 16. Blase, keine Zeit. Hallmann, keine Zeit. Henke, keine Zeit. Neumann, keine Zeit. Das sind, glaube ich, aber auch die... Ne, es sind 5 Toyotas unterwegs. Hallmann, Henke, Neumann, Blase, Schissel, 2, 3, 4, 5. Wird auch angezeigt. Wir lesen ganz klar im Vorteil. So, die letzten Sekunden der normalen Zeit läuft. Der Sektor wird vermutlich gelb, weil da GT3 passieren lassen musste. Was passiert so im Backfield? Blase ist über die Linie gegangen, hat 4 Sekunden Abstand. Dann ist Neumann, der ist da auch noch unterwegs. Eingangs-Nordschleife. Da hat er noch ein bisschen Weg vor sich. Ich bezweifle, dass das zeitlich dann nochmal reicht. Aber er nimmt den Curb Volley. Das sehen wir schön. Hopsing Say mit dem Toyota. Der 86er Bolide auf jeden Fall gut unterwegs. Die Startnummer freut mich umso mehr. Das ist nämlich meine persönliche Startnummer, die ich mein Leben lang schon mit mir rumtrage. Also Nummernverwandtschaft. Da muss ich zum Neumann halten. Schon aus, ja, schon aus Nummernsicht. Grüße gehen raus an die Startnummer 35. Ah, freut mich sehr. Also, Pielberg, Grabner, Semmler, Schießl. Das sind die Herrschaften, die noch mit Zeiten kommen. Pielberg ist drinne. Da kommt keine Zeit. Doch, kam eine Zeit. Ist 5. geworden auf dem GT4. Da haben wir Jan-Philipp Raber, Dominik Steffens. Aha, Dominik Steffens geschlagen. Guck einer an.
Gino Wiese, der GD4 auf der 3. Kasia Lisa Hansen auf der 4. Markus Spielberg. Dieses S zu P verleitet dermaßen Spielberg zu sagen. Das ist nicht mehr feierlich. Dann der Kollege Stadtfeld auch noch unterwegs. Und alles andere schon abgestellt. Matthias Rosang abgestellt, Martin Kamm abgestellt. Damit die Zeiten auf jeden Fall so, wie sie sind. Ich glaube, Hosang hat eine Zeit gefahren. Rizzuti, der Einzige, der noch keine Zeit gefahren hat. Franco Rizzuti. Ja, einer meiner Lieblingsfahrer draußen, weil den kann man so richtig schön italienisch anpriesen. Hab mir mal sagen lassen, er ist gar kein Italiener. So sicher bin ich mir da nämlich nicht, weil ich mich immer gerne über Italienisch über ihn auslasse. Aber da habe ich irgendwann mal einen Sidekick gekriegt, so nach dem Motto, nee, so viel Italienisch steckt in ihm gar nicht drinne. Aber so viel kann ich nicht sagen, weil ich sehe eine italienische Flagge, ich sehe den Namen und Nachnamen auf Italienisch. Also, nämlich Svolle, so wie es da steht. So, was haben wir noch? Stefan Theissen fährt noch, der R8. Der wird aber auch keine Zeit mehr gesetzt bekommen. Gümpel, keine Zeit, die Startnummer 33, die Gedächtnisnummer für Max Verstappen. Grabner kommt rein, neuer Siebter. Philipp Grabner damit, neuer Siebter. Hat es tatsächlich mit der Overtime noch geschafft. Grüße gehen raus an den AMG-Piloten mit der Startnummer 385. Let's go. Da hatte dann Manta 40 definitiv nochmal recht, dass er das packt. Ich sag ja, ihr Haudegen korrigiert mich immer wieder. Und das ist auch gut so. So, die meisten Fahrzeuge sind. Auf der Strecke nur noch am Kichern. Markus Stadtfeld fährt, Gino Wiese fährt. Pat Golschert. Auf einer Outlap, der nimmt die Zeit wahrscheinlich für sich nochmal mit. Der Nick Gümpel, der ist, glaube ich, auf einer Outlap unterwegs. Mit dem R8. Zieht es aber trotzdem durch. Die Overtime schafft er dann allerdings nicht mehr. So viel steht fest. Da bin ich mir sehr sicher, dass Golschert und Gümpel das Ende des Feldes machen. Die 77 begleitet mit der 33 in Formationsflug die letzte Reihe in der GT3. So, wen haben wir noch auf der Strecke? Sonst nicht mehr viel. Pat Golschert, wie gesagt, auch der leider Gottes noch auf einer Outlap unterwegs. Der nimmt die Runde für die Ehre, fürs Einstellen. Den leichten Greenstrip auf der rechten Seite hat er auch nochmal mitgenommen. Eine kleine Show-Einlage für die Fans. So ein bisschen austesten der ja, Gravitation auf dem Exit. Hannes Neumann, der Toyota, unterwegs. Zeit ist gesetzt, er rollt jetzt nur noch runter. Stadtfeld, derjenige, der jetzt gerade auf Döttinger Höhe unterwegs ist. Wiese und Stadtfeld sind die zwei Piloten, die jetzt nochmal kommen könnten in der GT4. Also der drittplatzierte Stadtfeld gegen Wiese. Umgedreht moderiert man das zwar an, Wiese gegen Stadtfeld, weil ich den drittplatzierten zuerst genommen habe. Also die 48 auf der 3, die 885 auf der 6. Mal gucken, wie die Zeiten hingehen. Viele Personal Best Sektoren dabei, aber auch ein paar schlechtere. Das heißt, es ist so ein Mischmasch, abwarten und Tee trinken. Wer da kommt, Hannes Neumann, die Startnummer 35, ist auch noch auf einer schnellen Runde. Also Dritter wird er auf jeden Fall, nur ob er Blase und Schissel noch gefährlich werden kann. Schissel wohl eher weniger, Blase vielleicht noch, weil dafür sind zu wenige Purple-Zeiten in den Sektoren zu finden. Stadtfeld also jetzt über die Linie. 3, 2, 1. Wir sehen die Zeit in genau jetzt. Wenn SDK nicht so lange brauchen würde. Wiese abgewunken. Keine Zeitenverbesserung. Oder wenn, dann nur geringfügig. Stadtfeld kam auch nichts mehr. Also keine Gefahr. Letzter fahrender Pilot. Und das damit auch derjenige, der hier das Ganze weit, weit auseinanderziehen kann. Und ich langsam etwas Angst über meinen Einsatz für heute Abend bekomme. Kollege Neumann zieht's komplett durch.
Der hatte übrigens auch schon einen Off-Track, deswegen hat er da auch, glaube ich, vorne links ein bisschen Kaltverformung auf dem Auto, so wie ich das gesehen habe. An der Startnummer 35. Gehen wir mal die letzten Meter onboard mit dem Toyota mit. Richtung zweitem Karussell. Left-Hander, chip in. Du chippst das Auto kurz ein, lässt es laufen, laufen, laufen. Schönes Gas mitgenommen. Sehr, sehr steil. Und dann hier innen eingeklebt, das Fahrzeug früh rausgenommen, gerade geschmissen, damit der Heckantrieb nicht zu sehr kickt, wenn er aufkommt. Und dann geht es in Richtung Döttinger Höhe. Hier brauchst du allen Exit-Speed, den du bekommen kannst. Gerade in der Toyota-App-Kategorie ist da der Exit-Speed wichtig, wenn du am Überholen bist oder wenn du Gefahr läufst, überholt zu werden, denn Windschattenfahren auf der Döninger Höhe ist doch schon deutlich kräftiger, als man sich das vorstellt. Und jetzt, die meisten Simracer greifen jetzt an der Stelle vermutlich zum Getränk, drücken einen Push-to-Talk-Button, um mit dem Teamkollegen zu quasseln oder, keine Ahnung, streicheln die Katze. Es gibt tatsächlich jemanden, der seine Katze streichelt während dem Rennen. Fand ich sehr lustig, musste ich auch etwas drüber kichern. Ich glaube, wenn er zuschaut und wie soll ich sagen, wenn er zuschaut und weiß, wer gemeint ist, wird er mit Sicherheit gleich anfangen zu lachen. Aber so ist es halt. Eigentlich nicht in iRacing zu finden, deswegen glaube ich nicht, dass er da mit von der Partie ist heute. Die letzten Kurvenkombinationen Richtung alte Boxengasse. Einfahrt raus aus der Nordschleife rein in den Grand Prix-Kurs. I believe I can fly. Jetzt nochmal alles rauskitzeln aus dem Toyota. Aus dem 86er Bolide. Und über die Linie geht's. Und damit ist er Dritter. War schon zu befürchten. Grüße gehen raus damit an der Stelle. An den Kollegen Neumann. Der hier das letzte fahrende Fahrzeug auf der Strecke war. Gümpel, ja, aber ich glaube, der ist schon lange abgewunken. Ich meine, Gümpel müsste schon längst abgewunken gewesen sein. Der war auf einer Outlap, da war die Zeit schon abgelaufen. Die Startnummer 48 grüßt, habt ein schönes Rennen. Startnummer 48, das ist der Kollege Wiese. Grüße gehen raus, Guido, Gino Wiese. Oi, 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 oi. Das war's auf jeden Fall von Henne Gümpel. Einmal weggelurrt. Euch darf man auch nicht alleine lassen. So sieht's zumindest aus. Die Grid Formation steht Simon Pflück vor Felix Ruppert. Also der Rennwelten-E-Sports-Pilot knackt die Black Six Racing-Piloten mit Pit Redlin und Philipp Diesus direkt dahinter. Dann Daniel Berker, Sven Lottmann, Philipp Grabners, Ben Samberg. Den habe ich heute relativ selten im Bild gehabt. Der Destiny Racing Pilot auf der 8. Martin Semmler auf der 9. Tyson auf der 10. Steiner auf der 11. Andreas Helten auf der 12. Dann da wollte ich hin. Hallo. Dann haben wir Morawitz, dann Binder, Vincent Sear. Den Namen muss ich mir merken, das wird gefährlich. Goldschert, Gümpel und Hampe. Dann Feller in der GT3, last but not least. Auch das ein Black Six Racing Pilot mit der Startnummer 99. Mal sehen, was er von hinten aufräumen kann. Wir gucken mal, ob wir da eine schöne Kameraperspektive bekommen, über die wir da reingehen können. Ja, denke, das sollte so funktionieren. Dann gehen wir natürlich in die GT4. Jan Rahmer vor Steffens, vor Wiese, vor Hansa. Dann ich will es immer sagen. Ich werde dermaßen reinpayen in die Kaffeekasse für unknüpfende Worte, was die Nachnamen angeht. Markus Pielberg auf der 5 unterwegs. Dann haben wir auf der 6 Stadtfeld, 7 Kapp, 8 Hosang, 9 Rizzuti. Auf der 1 Schissel in dem Toyota Cup, dann Blas auf der 2, Neumann auf der 3, Hallmann auf der 4, Henke auf der 5. Damit sind sie alle komplett, was das Timing angeht. Für euch da draußen natürlich nochmal als Result so für sich. Da sehen wir das nochmal farblich besser hinterlegt. Das waren die Timings. 7,55, 1,02 war das zu schlagende Ziel. Pit hat es, warte mal, Practice Result. Quali wollte ich. So rum.
57 war das zu schlagende Field und Rupan hat da nur 1,4 Sekunden direkt dahinter gestanden. Ich habe gesehen, ja, das Feld bewegt sich in Richtung Start und Ziel und bin mal gespannt, was da heute passieren wird mit den Herodegen. So, die werden wir wieder ausmachen müssen. So, aus der Sicht von einem der legendärsten Piloten schauen wir uns das mal kurz an. Also Daniel Berger, der MJR eSports Pilot, MJR bei MJR GmbH. Okay, mehr MJR ging nicht. Grüße gehen raus und ich starte mal 96. Er guckt sich das Ding jetzt hier aus der wartenden Position an. Berger, kein langsamer Pilot, früher sehr, sehr viel mit dem BMW unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und heute mit dem Ferrari am Start holt sich Rupert, Pflückt, Redlin und Dirsus. Das sind so die Ziele, die er hat. Und das sind verdammt große Ziele, denn der Pro Sport, auch die Black Six, ja, darf man nicht vergessen. Auch Rupert, auch das, der Privatier, viel, viel stärker als man denkt. Leider in den letzten Serien sehr, sehr viel Pech gehabt. Aber diesmal scheint es genauso zu funktionieren, wie er sich das vorstellt. Hinten dran hat er keine kleineren, ne? Da hat er den AMG von Grabner, da hat er den Porsche von Lottmann noch im Heck sitzen. Wovon rede ich? Nämlich davon. Und das ist im Prinzip die Heckkamera von Daniel Berger. Da sind einige Naturgewalten dabei. Dann Samberg, Tyson, Semmler, auch das ein Veteran. Steiner, Helden, Morawitz, Binder und Sier sitzen da direkt dahinter. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal den Formationsflug auf Richtung Start und Ziel an. Abwarten und Tee trinken. Das für mich lange Abwarten einer neuen NSS-Tages beginnt hoffentlich bald. Da wird schon Vollgas gegeben, da wird schon ausgezuckt. Die Black Six haben da auf jeden Fall einen guten Start erwischt. Vielleicht ein bisschen zu gut. Der Rennwelten-E-Sports-Pilot, der Privatier, wie ich ihn mir liebevoll nenne, Felix Rupert, versucht das zu kontern auf der Außenbahn, setzt sich innen rein neben dem Porsche, der AMG Innenseite deutlich stärker. Schiebt er da auf jeden Fall den Porsche mal kurzzeitig so an den Grenzwert des Streckenrandes. Und der MJR schiebt sich leicht, aber kontern vorbei am Pro-Sport, aber die haben jetzt beide die bessere Linie. Innen rein geht der da voll durch. Side-by-Side-Racing par excellence zwischen den Piloten. Der Pro-E-Sports-Pilot auf jeden Fall geschlagen. Und ja, auch Felix Rupert hat sich mit dem Rennweltenboliden vorbeigeschoben am GT3 vom Porsche Black Six-Piloten. Wie sieht es weiter hinten aus? Die GT4 aktuell am Start. Dominik Steffens, langjähriger Meister, einige Rennen gewonnen. Die Startnummer 50 kriegt jetzt gerade ordentlich Druck. Aber der ist schon mal weg. Der MJR sagt sich, Prost, der Start ging auf meine Kosten. Gino Wiese, der ja eben gerade noch schön gegrüßt hat, setzt sich hier direkt erstmal in den Windschatten des AMG-Piloten. Und dann kommen erst Kasia Lisa Hansen, der Porsche Cayman und auch der M4, wenn ich mich nicht irre. Da geht die erste schon off track. Achtet auf die Feinheiten der AMG, da ein bisschen schlecht weggekommen. Martin Kapp müsste das gewesen sein. So ist es auch. Der neueste MSC Motorsportpilot und der erste Dreher vom Cup Porsche, beziehungsweise Cayman Cup Porsche, der sich da verabschiedet hat. Die Toyotas habe ich leider verpasst. Die waren ein bisschen arg früh dran heute. Florian Schissel auf jeden Fall vorne geblieben nach dem Start. Thomas Blase auf der 2, Hannes Neumann auf der 3. Dann haben wir Tim Hallmann auf der 4 und das ist eine Livery, die erkennt jeder Need for Speed, beziehungsweise The Fast and the Furious Fan, der Mazda RX-7. Aber einer fehlt schon, Lukas Henke, gar nicht erst gestartet. Wie sieht es weiter vorne aus? Die sind nämlich schon auf der Nordschleife unterwegs. Und Rupert kann den Vorsprung im Moment verteidigen. Das ist die Heckansicht von Rupert. Der Rennweltenbolide mit der Startnummer 31 kriegt Druck vom Porsche der Black Six Generation. Und auch der Pro Sport da hinten nicht weit weg. Achtet auf die Feinheit. Platztausch zwischen Cup und Rizzuti. Da muss Rizzuti einen Fehler gemacht haben, denn Cup war ja eben auch schon auf Track unterwegs. Buff, jetzt kann ich fast schon wieder in Double Time reden, was hier vorne passiert. In der GT3 geht es richtig zur Sache. Aber nichts anderes habe ich erwartet, gerade auf der Nordschleifenserie. Sind die Herrschaften alles andere als mit kaltem Wasser gewaschen. Die sind richtig, richtig heiß unterwegs. Schauen
nochmal rein bei Steiner und Binder. Da geht es genauso heiß her. Vorne der R8, hinten dran der GT3. RS. Zumindest glaube ich, dass ein GT3 RS ist. Auf jeden Fall ein Porsche von Binder. Kommen jetzt wieder die Hasskommentare. Das ist kein Porsche GT3, das ist ein XY. Es ist ein Porsche. Ich kann, früher konnte ich die mal richtig gut auseinanderhalten. Heute bin ich da vollkommen überfordert. Müsste mir an jedes Monitor so ein Post-it kleben, was da für ein Auto fährt. Uiuiuiui, Steiner da mit dem absoluten Dip auf dem Curb. Der AMG mal kurzzeitig einen Kackstift kreiert. Ja, fast das Auto verloren, die Startnummer 9. Weil da vorne haben wir auch einige rot unterlegt gesehen, aber nichtsdestotrotz guckt ihr euch dieses Zweikampfverhalten von Binder an. Der sucht die Lücke. Jetzt im Bereich Adenau sucht er hier. Oh, wieder wiggelt der AMG hinten raus. Der hat anscheinend seine Heckpartie schon überfahren oder ein instabiles Setup gebaut. Guckt euch den Waiting Time Move von Binder an. Der hat jetzt abgewartet, einen Chip-In versucht, um sich dann quasi im Bergwerkbereich auf der Außenbahn in die Innenbahn zu klemmen. Und das macht er auch, und zwar richtig gut. Binder mit dem absolut überlegenen Move. Den hat er aber sowas von rausberechnet. Die Startnummer 17 für mich heute schon mal der Move des Tages. Schön zurechtgelegt. Sehr geile Nummer. Kostet viel Arbeit im Kopf, um das durchzusetzen. Danny, Grüße gehen raus. Schade, ich vermisse dich heute hier. Guck mal, wie es da vorne abgeht. Die GT3 absolut pikes los. Wir vermissen dich hier vorne. Ich weiß, die Technik streikt ein bisschen bei mir heute, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, dass ich das moderieren kann. Und trotzdem vermisse ich eine fahrende Legende. Oh, was macht Binder denn da? Ich darf ihn nicht loben. Der wollte ja gerade so ein bisschen Off-Track-Punkte sammeln. Mit dem Porsche. So, vorne gibt es langsam Stau. Da haben wir ein paar Formationen, Samberg und Semmler. Und da gab es einen Platztausch. Der Black Six ist vorbeigegangen. Da gab es irgendein Problem. Denn der Pro Esports und der MJR sitzen direkt im Nacken. Gucken wir uns das mal aus der Sicht von Berka an. Der ist nämlich das lachende vierte Auge in dem Spiel. Nach hinten raus sieht es folgendermaßen aus. Da hat er den Kollegen Lottmann im Sack. Aber vorne raus hat er auf jeden Fall mehr Luft zum Atmen. Oh, wie gentle er mit dem Gas umgeht hier auf der Honach. So, Danny, dann feuer mal deinen Teamkollegen an. Feuer mal an. Denn die Startnummer 20... Sie steckt mittendrin, statt nur dabei. Und die Startnummer 20 ist Dirsus auf Platz 4 liegend und er sieht die Reichweite auf Platz 2. Wäre natürlich ein starkes Ergebnis für den AMG-Piloten. Was ich aber auch festhalten muss, ist, dass der andere Black Six, nämlich der Kollege Flück, aus diesem Vierkampf hier richtig Profit schlägt. Der hat schon 3,7 Sekunden Abstand gewonnen auf die erste Runde sozusagen. Was ein Brett. Und jetzt muss auch der MJR langsam abreißen lassen. Und jetzt muss er nach hinten gucken, denn Lottmann ist auch nicht weit weg. Die Kamera muss sich jetzt ändern, sonst verpassen wir die Hälfte. Was ich sagen kann, ist, dass Semmler und Samberg definitiv weg sind. So, der erste rot unterlegte, der ist da raus. Morawitz, den es da verabschiedet hat, leider Gottes, laut meiner Telemetrie. Schauen wir mal rein, was ist passiert. Morawitz... War er zu gierig auf dem Exit-Curb? Oh ja, war er. Das gibt einen Aufhängungsschaden. Und wenn er Pech hat, dreht es ihn jetzt nochmal komplett weg. Ja, die Karre noch gefangen. Nochmal Jump to the High. Uiuiuiui, da waren sie aber alle auf Safe-Modus unterwegs. I believe I can fly trotzdem draus gemacht. Die Jungs sind Next Level, das ist unfassbar. Also ich könnte es nicht. So. Rupert versucht sich wieder vorbeizuschleichen am Porsche-Boliden. Aero-Paket, ich würde mal sagen, zugunsten des AMG. Und der zweite AMG mit dir, so ist im Steuer, der sagt sich nämlich auch gerade, was der Vordermann kann, kann ich auch. Doppelten Windschatten, let's go Racing. Sehr, sehr geil. Auch das sehr schön gemacht. Der Black Six-Pilot nicht mit der Brechstange gegengehalten. Sagt sich, es gibt noch mehrere Runden, auch ich werde meine Chance noch kriegen.
Dementsprechend abwarten und Tee trinken. Was ist das denn? Kommt der Doppelmove des Tages von Philipp Diersus? Auf der Döttinger Höhe den Porsche gesnackt und jetzt schnappt er sich noch den Pro Sport. Ne, den Rennweltenboliden. Entschuldigung. Auf der Innenbahn, da wird hier gesidedraftet. Jungs, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Das haben wir leider schon öfters gesehen. Und durch diesen Außenwiggler verliert da Kollege Ruppert so ein bisschen den Bremspunkt und der Pro Sports Pilot geht vorbei. Philipp Diersus, der Familienbomber bei Team Pro Sport. Starke Leistung, Doppelüberholmanöver in zwei Kurvenkombinationen. Sehr, sehr stark gemacht. Die GT4 darf ich auch nicht außer Acht lassen, auch wenn es hier vorne richtig zur Sache geht. Wir haben ein Windschattenduell. Dominik Steffens, die Startnummer 50 gegen Jan Raber. Wir schauen mal rein, wie es denn da so ausschaut. AMG-Werksduell, es gibt keine großartigen Vorteile, die wir hier sehen. Ich habe eben am Telefon die Strategie durchgesprochen. Ja, let's go, Danny. Du wirst nie die Finger aus dem Spiel lassen, glaube ich. Oh, Stadtfeld vorbei an Hansen. Auch das ganz, ganz eng. Vermutlich ebenfalls Döttinger Höhe. Wir gucken uns jetzt aber gerade mal um den Platz an der Sonne hier an. Für die beiden AMG-Piloten. Ich weiß, dass Stadtfeld und Hansen auch das ein Side-by-Side-Duell ist. Aber da wollte ich noch auf jeden Fall mal reinluren. Und dann gehen wir mal zurück. Hansen auf der Außenbahn hat die sich hier in einem M4-Kollegen gerade zurechtgelegt. Boah. Ganz kurz, das muss ich mir nochmal einfangen. Sie hat außen die Bahn gehalten. Und hat einfach eiskalt durchgezogen. Ja, Wild Animal Racing on its best, würde ich mal behaupten. Komplett durchgezogen, auch da Innenseite für sich, Außenseite zweite. Let's go Racing. Kasia Lisa Hansen. Auch das, muss man sagen, war ein schöner, schöner Move. Schüssel, der kriegt ein bisschen Druck vom Blase, hat da nicht also so viel Vorteil. Im Gegensatz zu Diersus gegen Pflück, da könnten wir. Wir hatten eben 3,7 Sekunden Umlauf. Letzte Runde zu 3,3 jetzt. Auf jeden Fall eine andere Performance-Klasse vorliegen von Diersus. Wie gesagt, Danny hat ja schon souffliert, dass er da so ein bisschen mit Mastermind unterwegs ist und die Strategie besprochen hat. Und das Setup und vermutlich deswegen auch relativ stark unterwegs ist. Also, wir sehen, die Zeit purzelt. Er nimmt den ganzen Hypertrain direkt mit. Und die Jagd auf den Porsche an der Sonne hat begonnen. Die 979, achte auf die Feinheiten. Der Hypertrain, er kommt gefährlich nah. Und in diesem Hypertrain sind Diersus, Ruppert, Redlin und Berker sowie Lottmann. Ich glaube, Grabner hängt da gerade noch mit hinten dran. Und so ist es auch. Grabner ist das Schlusslicht aus dieser 7er-Kombination. Dann kommen erst Samberg und Semmler. Und da haben wir auf jeden Fall richtig was zu begutachten. GT4. Pielberg, ich versuche es mir zu merken, mein Freund. Wenn wir auf dem Community Day sind, ich sag dir, wie es ist. Ich gebe dir einen Ausfit. Dafür, dass ich jedes Mal Spielberg sage, muss ich dir, keine Ahnung, einen Drink ausgeben oder so. I don't know, ich lasse mir was einfallen. Schöner Move auf jeden Fall, aber auch da wenig Gegenwehr von Cup, der anscheinend ein bisschen Probleme hatte mit der Bremse vom AMG. Es sah zumindest vorhin schon so aus. Jetzt allerdings auch da wenig Gegenwehr. Pielberg vorbei mit der 202 an Cup. Blase war kurz rot unterlegt. Der erste Ausfall ist Goldschert. Der hat sich nämlich komplett verabschiedet. Wieso, weshalb, warum? Sehen wir jetzt Goldschert. Der war im zweiten Backfield unterwegs mit seinem M4. Oh, unusual. Das war ungewöhnlich, was er da verloren hat. Und das war der Hinterradaufhängungsbruch und das sozusagen Ende dieses schönen Bolidens auf der Nordschleife. Damit der erste Ausfall, nee, dritter Ausfall tatsächlich schon. Nils Feller, auch der früh ausgefallen. So, Vincent Sier, der jagt hier gerade, den hatten wir heute übrigens noch gar nicht im Bild. Und das sieht man auch daran, dass es echt lange gedauert hat, bis die Car-Picture geladen wurde. Also, gehen wir mal ein paar Sekündchen mit Vincent Sier mit die 406, jagt hier den Ferrari von Morawitz, der sich auch schon mit einem Off-Track-Punkt bei mir hier eingelistet hat. Richtung Bergwerk rauf geht's. Und wir haben vorhin schon gesehen, wie man es machen kann. An der Stelle zu überholen. Oh, das ist eine Outerline, mein lieber Herr Gesangsverein. Morawitz, da musst du aufpassen. Ein, zwei solche Linien-Changes und Vincent sitzt hier definitiv side by side.
Die Jungs kennen keine Gnade hier bei der NSS. Das sind alles Pro-Fahrer. Da vorne ist ein langsamer grüner Bolide unterwegs. Das klingt nach einer Überrundung. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Steiner. Platztausch. Das hat Daniel Berger. Oh, da muss was passiert sein. Steiner ist abgeflogen. Steiner ist abgeflogen. Hampe went off track. Da muss irgendwas passiert sein. Wir bleiben mal onboard mit bei. Vielleicht kriegen wir es mit rein. Rupert ist weg. Uiuiuiui, da hat's. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz schallern, was da passiert ist. So, wir holen uns mal die Wiederholung von Steiner rein. Ui, der hat ihn ja bitterbös verloren. Alter Falter. Der hat wahrscheinlich noch rechtzeitig Escape gedrückt oder so. Den haben wir da. Da kommt der Hypertrain, an dem wir eben gerade drinne waren. Okay. Aber was war jetzt mit Lars Hampe und so? Die waren ja alle weiter vorne. Hampe fällt jetzt auch auf dem Rear End. Waren das alles nur irgendwie so Felix Ruppert? Da muss ich auf jeden Fall reingucken. Felix Ruppert, unusual, der Drittplatzierte, verliert das Auto. I believe I can drive. War da beinahe noch den Black Six Piloten erwischt. Der war aber auch mutig genug, da die Nase reinzuhalten. Hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht gemacht, aber auch das gut gefangen. Aber es scheint so aus, es sieht so aus, als wenn alles gut gelaufen ist da vorne. Ich habe gerade schon einen Schrecken gekriegt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ruppert immer noch auf der 3 unterwegs. Hat sich nicht viel getan. Mai. Kurzer Schreckmoment für den Rennwelten-E-Sports-Poliden. Dafür hat er den Hypertrain jetzt aber mal dezent aufgehalten. Und man sieht, dass er sich schwer tut. Da hat er auf jeden Fall Schaden mitgenommen. Währenddessen ich mal was trinken muss, weil meine Stimme schon wieder flöten geht. Was ich auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Daniel Berger ein paar Plätze verloren hat. Grabner vorbei, Lottmann vorbei. Auch der hat da definitiv federn lassen müssen. Und Samberg, guckt euch das an, der hat sich auch still und heimlich rangeschlichen. Der einzige, der aus der Konstellation gerade visuell fehlt, ist Semmler. Den höre ich nur gerade anmarschieren. Oh, Vincent Sier vorbei an Morawitz, das habe ich jetzt leider verpasst. Da kommt der Hypertrain geflogen. 1, 2, 3, 4, 5 Lottmann direkt hinten dran. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da war ein kleiner Kontakt. Dieser Bumpdruff, der kann so schnell nach hinten losgehen, mein Freund. Das kann so schnell nach hinten losgehen. Ich habe das einmal live miterleben dürfen. Morawitz wieder vorbeigegangen an Sie. Neue schnellste Runde von Pflück. Der dominiert da vorne mal. Aber ich glaube, ich wollte es gerade sagen, Dirsus wird aufgrund des Abstands eine schnellere Zeit gefahren. Sind 7 Zehntel schneller im letzten Umlauf als der amtierende Führende im Moment. Also Dirsus mit der Kampfansage nach vorne. Freund, ich komme. Für mich gibt es kein Halten mehr, außer Platz 1. Zumindest, solange die Fehler nicht gemacht werden. Wir haben gerade einen Unusual Drive gesehen von dem Kollegen Ruppert, der AMG-Pilot, auf Abwegen unterwegs gewesen. Also auch da, Obacht mit die Zwerge. Alles ist möglich. Da wieder einen neuen Follow von René Gibbels. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das J irritiert mich da schwer an der Stelle. Warum breakt mir das? Ich verstehe es manchmal nicht. Ansonsten sieht es relativ entspannt aus. Die Jungs sind mit allen... Oh, Moment. Nix entspannt. Traber gegen Steffens. Nix ist entspannt. Ich wollte gerade sagen, da ist irgendwie Entspannung, aber da kommt Gefahr. Jan-Philipp Raber kriegt Druck von Dominik Steffens. Ich hätte es nicht anders erwartet, dass Dominik Steffens jetzt mal so langsam aus der Pötte kommt und seinem amtierenden Meisterschaftsstand hier nochmal kurz zur Geltung bringen will, nämlich auf die 1. Der AMG saugt sich ran, wartet aber allerdings in Richtung Start und Ziel. Vielleicht hat er noch ein paar Runden und möchte definitiv später überholen. Wir haben erst 17 Minuten rum von 60.
Also noch nicht mal Halbzeit im Felde. Währenddessen mein Magen sich schon wieder eieiei beschwert. In der Onboard-Perspektive von Daniel Berka sieht das ähnlich aus. Schieben, schieben, schieben. In dem Fall für den AMG mit der Startnummer 385. Der kriegt hier Grub. Das ist Grabner, der sich im letzten Umlauf nochmal schön in die richtige Frontrow setzen konnte. Ja, der MJR war eigentlich vorne dran. Deswegen muss er sich jetzt wieder mit Frust oder zumindest mit Strategie vorbeischleichen am AMG GT3. Und dann weiter vorne haben wir halt den Black Six und Lottmann. Der hat auch gut Plätze gut gemacht. Wovon rede ich? Davon rede ich. Also die Plätze, die gut gemacht wurden. Startgewinner des Tages ist Gümpel mit 5 Plätzen in der GT3. Danach kommt Binder mit 4 und dann Dirsus mittlerweile mit 2 Plätzen auf. Mit theoretisch 3 in Möglichkeit. Denn, wie gesagt, die Tendenz in Richtung P1 derzeit, die Pace, sie ist da. In der GT4 ist es 1:1, da wurden noch ein paar Plätze getauscht und leider Gottes sind 3 von den Toyotas schon raus. Das heißt, es werden nur Schüssel und Blase ins Ziel fahren. Da kann man nicht mehr viel als Tendenz sprechen. Wer mich überrascht, ist auf jeden Fall Sven Lottmann, der mit der Startnummer 17 jetzt seinen Teamkollegen mit der Startnummer 88 jagt. Teamkollegen im Sinne des Markenpokals. Natürlich versteht sich, Black Six Pilot ist er irgendwie nicht. Er ist einer von den Motorsportgemeinden, die man eigentlich kennen müsste. Leipert, aber nur für E-Sports diesmal. Leipert Motorsport, auch das eine Naturgewalt vor dem Herrn in richtigen Welten. Und das Team verfolge auch ich immer gerne. Heute hier mit Sven Lottmann besetzt im E-Sports-Bereich für Leipert. Grüße gehen raus ans Team, an die Mannschaft. Podiumstendenz könnte man sich ausmalen seitens Lottmann, wenn er hier nicht den Greenstrip so ein bisschen flirty in Modus nehmen würde. Franco, der begrüßt uns jetzt leider schon im Chat. Mein Freund Franco Rizzotti ist leider früh ausgefallen. Vielleicht kann er mal reinschreiben, was war. Ich versuche die Stelle nachher nochmal zu finden, aber das ist meistens ein bisschen schwierig. Ah, Franco, ja gut, das Problem habe ich auch gleich. Da muss ich nämlich auch zur Arbeit. Deswegen keine Interviews heute. Nee, war nichts. Aber das reicht dann schon. Hat sich ein bisschen überschnitten. Währenddessen das Side-by-Side-Duell sich hier gut schneidet. Und zwar mit Spannung. Boah, der lässt nicht locker. Der Philipp Krabner lässt nicht locker. Wollt die Nase reinhalten, aber guckt euch Daniel Berke an. Eiskalte Hundeschnauze, den Kini-Move gemacht des Tages. Einfach durchgezogen. Let's go. Und Ben Samberg, das ist auch einer, der darf man nicht vergessen. Der ist hier ganz still und heimlich, der DRT-Pilot, in Richtung dieser Hypertrain-Organisation gefahren. Am Anfang hat er ein bisschen abreißen lassen müssen. Da hinten sehen wir seinen Teamkollege Semmler. Mit dem war er unterwegs. Aber er hat dann irgendwann den Flow gefunden und profitiert natürlich jetzt davon, dass die Jungs sich da vorne so ein bisschen angasen. Und die Zeit verlieren. Und da wir vorbei an Gümpel. Wie Vincent Sier vorbei an Gümpel. Da muss auch was gewesen sein. Und was war? Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, dieser Curb, der tut so weh. Und das war der Grund, warum das so schnell ging mit Vincent Sier gegenüber Gümpel. Aua, aua. Da sehen wir ihn auch schon, da flasht er rein und das, würde ich mal sagen, war ein einfacher Move für den guten Vincent mit dem 406. Haben wir beide Szenen drauf gehabt. Kasia Lisa Hansen, die ist da rot unterlegt, genauso wie Semmler. Obacht mir die Zwerge, beide abgeflogen. Schauen wir mal beim GT4 zuerst rein. Kasia Lisa Hansen, nein. Ah, ganz unbeliebte Stelle zum Abfliegen. Da siehst du nämlich gar nichts mehr. Und Martin Semmler, auch den hat es leider Gottes zerrissen. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Martin Semmler, der allerdings in der hohen 8 unterwegs. Das ist mir schon mal aufgefallen, dass man da abbiegen kann. Da muss ich jetzt nochmal kurz onboard gehen.
Das sieht irgendwie immer komisch aus, wenn die da abfliegen. Sieht immer aus, als wenn irgendeine Aufhängung kaputt geht. So biegst du komplett komisch ab. Aber ich gehe mal davon aus, er hat den Curb gechippt, dann hat das Auto hinten verloren und nicht mehr rechtzeitig fangen können. Sah aber trotzdem komisch aus. Und was ein Abflug von Vincent. Der ist böse. Das war ein schwerer Abflug und damit ist die Aufhängung kaputt. Das ist alles andere als suboptimal. Und das ist kein Replay, Leute, da waren wir live dabei. Eieieiei, jetzt war er so gut wieder auf dem Vormarsch. Und leider Gottes schmeißt das weg. Schade, schade. Ja, das war es jetzt komplett. Das war, glaube ich, die komplette Aufhängung, die da gerade flöten gegangen ist. Klar, früh rausgefallen. Man hat einen Fast Repair, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber trotzdem, die Karre jetzt nach Hause zu würgen, ist absoluter Krampf. Wovon rede ich? Ja. Haben wir die überhaupt, ne? Alter, das ist fast schon nicht mehr fahrbar. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, mein Freund. Währenddessen wir nichts vergessen können, ist nämlich hier im Bereich Gümpel gegen Semmler. Das ging vorbei. Beide Piloten, die sich da verabschiedet hatten, haben sich getroffen und abgeklatscht. Und Morawitz, die Startnummer 62, auch die schleicht sich da langsam an diesen Train ran. Was ich euch sagen kann, Obacht mit den Zwerge, es sind nur noch 1,9 Sekunden Zeitabstand zwischen den beiden Führenden. Philipp Dirsus gegen den Kollegen Simon Pflück stehen an. Wir haben auch den Führenden mal wieder im Bild. Der Black Six Racing Bolide, leider Gottes ist das immer noch ein Problem mit der Darstellung von Porsche bei SDK. Alles andere passt. Ist nur schade drum, dass die so komisch dargestellt wird. Bernker gegen Grabner, auch das darf man nicht außer Acht lassen. Gegen Sven Lottmann übrigens auch noch. Der Dreikampf ist real, hier geht es aktuell um die Platz 5 an der Sonne. Die goldene Ananas geht an den Redlin. Rupert natürlich mit dem AMG gut vorausgesetzt. Mal ganz kurz rausholen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also für alle, die es nicht wissen, auch ich bin gerade auf Next Level Racing unterwegs. Hab den ganzen Vormittag im Bad verbracht. Und hoffe, das hält jetzt für die Moderation. Und damit ich arbeiten gehen kann, mich nicht krank melden muss. Also für alle, die es nicht wissen wollten, jetzt wissen sie es. Also Franco geht an den wohlverdienten Arbeitstag. Grüße gehen raus. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß und eine angenehme Schicht. Genauso wie bei Danny Guisa, der ja auch im Moment aktiv am Arbeiten ist und mal nebenbei mit reinschaut und seinen Teamkollegen hier ein bisschen anfeuert. Die ist es mit 1,4 Sekunden auch nicht so schlecht unterwegs in Richtung Front Row. So, der erste, der in die Box abgebogen ist, ist Wiese aus der GT4. Hat aber auch der Kollege Grabner ordentlich am Kämpfen am Lenkrad. Habt ihr das gesehen? Was der dagegen halten musste. Hansen in der Box. Rabe mal kurz rot hinterlegt. Das würde natürlich Dominik Steffens freuen. Helden kurz rot hinterlegt. Was muss der AMG da kurbeln? Drei unterschiedliche Fabrikate. Drei unterschiedliche Marken, die sich hier gegenseitig angasen. Beziehungsweise vier, wenn man den Samberg da hinten noch mit einbezieht. Der so ein bisschen hinterherhängt.
Entweder macht er hier den Reifensparmodus und wartet ab, was da kommt, oder er kann die Pace nicht ganz mitgehen mit Lottmann, Berka, Grabner und Co. Im Moment sind es 1,4 Sekunden, also der gleiche Abstand zwischen Grabner und Sandberg, sowie als auch zwischen Flück und Diersus. Porsche gegen Mercedes. Grazile Deutschigkeit gegen Hammer. Möchte gern American Muscle Car auf deutsche Version der AMG. Sekunden. Wir fangen langsam an, unter das Sekundenfenster zu droppen, was die Front Row angeht. Das bedeutet, es wird bald spannend. Wie sieht es denn mal da hinten aus? Auch da hat sich das Feld langsam sortiert. Und wie gesagt, die ersten Ausfälle, leider Gottes, Feller, Henke, Hallmann. Hallmann fährt aber wieder. Rizzuti, nee, Hallmann fährt gar nicht mehr, da bewegt sich leider nichts. Rizzuti raus, Siehe, auch Fair ist raus. Neumann ist raus, da bewegt sich nichts. Und Hampe. Lars Hampe ist auch raus. Der GT3. By the way, ich krieg gerade eingespielt einen Unfall seitens der GT4. Matthias Hosang verliert das Auto. Fragt sich nur, wie. Oh, beim Einlenken zu viel Winkel drin gehabt. Matthias sagt, ging Cup gerade so dran vorbei. Beliebte Stelle, der AMG gar nicht so einfach zu fahren. AMR, Entschuldigung. Aber Hosang tut es immer wieder an. Ich habe ein anderes Auto und Hosang wäre deutlich schneller. Ein stabileres Setup eingebaut. Nicht die Pace nach vorne, sondern ein stabileres Setup. Der Junge würde wahrscheinlich, glaube ich, im Rennen richtig rasieren. So meine Vermutung. So dieser klassische Underdog. Daniel Berka, er lässt nicht locker. Er will und will und will. Aber Sven Lottmann, der weiß halt auch schon seit Ewigkeiten, wie man so ein Ding bewegt. Und ich glaube, so langsam hat er den gelb-schwarzen Farblook vom Porsche satt, der Kollege Berka. Und ich glaube, so langsam hat Sven Lottmann keinen Bock mehr auf dieses gelbe Lichtspektrum des Ferraris. Gegen Schüssel in der Toyota-Ebene und also halten wir mal fest, nach Halbzeit haben wir immer noch nichts entschieden auf allen drei Kategorien Siegerplätzen. Muss man mal festhalten, die NSS enttäuscht mal wieder gar nicht und währenddessen jetzt der MJR sich außen ransetzt. War das zu früh? Kann der Porsche kontern? Wir haben vorhin gesehen, dass es aerotechnisch, glaube ich, nicht gut aussieht für den Porsche auf der Dingerhöhe. Und das reicht. Definitiv. Auch der Ferrari scheint, was die Spitzengeschwindigkeit angeht, ein Ticken besser zu sein als der Porsche. Aber kann Lottmann kontern? Ich meine, er hat sich ja den Berka schon mal zurechtgelegt irgendwann irgendwo. Und man darf nicht vergessen, die sind auch nur 5 Sekunden weg vom Podium. Die zwei. Roundabout. So, die ersten Möglichkeiten, sie stehen an. Die GT3, sie wird in die heiße Phase eingeläutet. Ich gehe davon aus, dass die Jungs auch nochmal in die Box kommen werden. Wann ist halt die Frage? Auf jeden Fall kann ich euch eins versprechen, dass sich Kollege Diersus aufgrund der Pace-Unterschiede im letzten Umlauf
da den ein oder anderen, ja, Moment schon rausgesucht hat. Wir gucken uns das Ganze mal an. Muss ich wahrscheinlich zu Simon gehen. Das ist blöd gemacht. Also, da sehen wir es. Im letzten Umlauf hat sich Dirsus Runde für Runde rangerobbt. In Runde 4 1,1 Sekunden Zeitunterschied. Helten, Morawitz, Gümpel, alle in die Box abgebogen. Das heißt, wir erwarten die Spitze in den nächsten zwei Runden. Somit der Vergleich mal kurz für euch da draußen. Und das ist die Sicht vom Black Six Piloten. Ja, Vinny, ich schätze mal, mein Freund, du bist der Kollege Sier. Wir waren leider Gottes live dabei, wie du abgeflogen bist. Das ist wahrscheinlich für dich noch ärgerlicher. Dass wir wirklich nicht im Replay, sondern live dabei waren, wie du die Karre verloren hast. Liebe Grüße, gute Besserung an die Nerven. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß noch wenigstens beim Zuschauen. Denn hier geht's, wie du siehst, um allen drei Kategorien, um die Siegerposition heiß her. Gümpel und Morawitz, die beiden diskutieren auch da weiter hinten auf Platz 13 und 12 in der GT3-Wertung. So, die Wetten können jetzt noch angenommen werden. Wer von wem beiden da am Ende vorne stehen wird. Wir haben ja vorhin gesehen, Döttinger Höhe ist der Porsche nicht so stark. Ja, der AMG ging da butterweich vorbei. Das, ja, da erwarte ich spätestens den Angriffsversuch von Dirsus. Aufgrund des unterschiedlichen Topspeed-Verhältnisses. Man muss sich das halt auch mal überlegen, du bist vier Runden lang da vorne unterwegs. Währenddessen eine neue schnellste Runde von Dominik Steffens, der hier mal dezent beweist, warum er der Frosch die Locken hat. Aber, was ich sagen wollte ist, du fährst da als Porsche die ganze Zeit vorne rum und hast dann Sekunde für Sekunde Abstand gewonnen durch die Zweikampf-, Dreikampf-, Multikampf-Konstellation. Und lehnst dich schon so ein bisschen emotional zurück und wartest einfach der Dinge, die da kommen. Auf einmal taucht er irgendwann ein paar Runden später, drei um genau zu sein, so ein Mercedes-Stern im Rückspiegel auf, wo du dir denkst, wait a minute, wo kommt der denn her? Aber ich denke, die Jungs werden gut vernetzt sein, die Black Six-Piloten. Die werden da mit Sicherheit Spotter und sowas haben, die kriegen das alles durchgesagt. Wo es dann heißt, ja, der kommt näher, die Rundenzeiten ist XY, achte auf die Feinheiten, der ist eine Sekunde schneller wie du. Guck, dass du alles gibst. So werden die Calls wahrscheinlich sein. Im Team Black Six. Andersrum haben wir ja schon mitbekommen, denn die Guisa hat ja schon schön souffliert und gesagt, so musst du fahren. Die Meta-Gaming-Ebene ist aufgemacht. Ja, hat er nochmal schön mitgegeben, was er aus der Arbeit mitbringen konnte an seinen Kollegen. Und das scheint gefruchtet zu haben, denn Dirsus, der hat eine Pace, die ist absolut on point. Markenkollege Ruppert schon einen Fehler gemacht, sonst wäre er nämlich wahrscheinlich ähnlich nah dran an dieser Konstellation um den Platz an der Sonne. Schauen wir uns mal Blase an. Die beiden Toyotas jagen sich hier nämlich gerade gegenseitig. Be Cool E-Sports Pilot Thomas Blase, der Startnummer 84, jagt hier den Kontrahenten Schissel. Auch das mal schön mit einzufangen. Den Sidecup, den will ich nicht außer Acht lassen. Oh, war das ein guter Exit. Aber er kann nichts draus machen. Ist das ärgerlich. Osang wieder rot unterlegt. Matthias Osang hat das Auto verloren. Also wie Tyson. Gucken wir gleich nochmal rein. Der AMR scheint echt zickig zu sein in der GT4. Ich weiß nicht, ob ihr iRacer da draußen das Ding schon mal gefahren seid. Mal den Teamkollegen selig unterstützen und Spaß haben. Freut mich. Jetzt muss ich aber gleich nochmal luren, wer der Teamkollege ist. Aber ganz kurz zum Thema GT4. Matthias Hosang. Wo ist der denn abgeflogen?
Hä? Wo wollt er denn hin? Herr Hosang, ist nicht Ihr Ernst? Der wollte mal komplett den Grand Prix-Kurs fahren. Ups, vergessen, dass das Kurzanbindung ist. Tschö mit Ö. Alles klar an der Stelle. Herr Hosang. Ach, ist das herrlich. Macht er hier den Kimi Räikkönen? Wer kann sich noch dran erinnern? Damals in Sao Paulo? Oh mein Gott. Also, Hosang heute mit Kimi-Performance. Ah, sehr, sehr schön. Das war Emotionen pur gerade in meinem Kopf. So, Thomas Blaser, er sitzt zumindest da im Nacken gebumpt. Die bumpdraften sich doch nicht etwa, oder? Doch, was tun sie? Offensichtlich. Aber der Angriffsversuch, der muss erst nach dem Knick nach unten. Der muss jetzt kommen, theoretisch. Warum draftet er den noch weiter? Entweder die beiden haben einfach nur Spaß zu zweit. Und wollen sich auf den Keks gehen. Und genießen einfach den Tag. Als Trainingsoption zwischen den beiden. Was der da am Rotieren ist. Ich hätte die Kiste schon verloren in dem Moment. Da sieht man wieder den Performance-Unterschied. Beide gehen in die Box. Jetzt wird es natürlich in der Boxengasse entschieden. So, Dirsus. Er ist nah dran. Aber nicht wie erwartet in der Döttinger Höhe überholt. Nein. Das hat anscheinend nicht geklappt. Da hat sich der Black Six irgendwo einen kleinen Vorteil erfahren. Und wie ich es mir schon fast gedacht habe, der Einbog in die Boxengasse. Die Kollegen der Gruppe GT3 haben es ja schon eine Runde früher gemacht. Deswegen, es hieß ja schon quasi mit Ansage, dass es jetzt in die Box geht. Gibt es jetzt einen Platztausch innerhalb der Boxengasse? Ja, nein, vielleicht. Das ist jetzt das größte Fragezeichen, was ich setze. Genauso wie ein Fragezeichen, ich setzen werde, was zwischen Raber und Steffens los ist. Denn die sind schon wieder 0,5 auseinander. Die waren auch schon mal näher dran. Schauen wir da mal rein. Wir sind auf dem Weg in Richtung Karussell und dann ab nach Hohe Acht. Ich habe morgen noch den Porsche Cup vor mir. Puh. Ich hoffe, dass ich mir nicht den Magen versaut habe. Das ist gar nicht so einfach heute. Aber wie sagen, merkt man glaube ich auch. Gedrückte Stimmung bei mir, nicht so aus mir rauskommt wie normal. Und der Platztausch, er ist tatsächlich passiert in der Boxengasse. Und da ist es passiert. Achtet auf die Feinheiten. Der AMG geht früher aufs Gas und raus. Und zwar absolut knapp. Also, die Boxenstopp-Strategie und das Setup. Ich will es nur noch mal betont haben. Wo Danny Guisa noch mal reingeschrieben hat, dass er das souffliert hat. Beides hat dazu geführt, dass unter der Performance von Dirsus er sich jetzt auf die 1 geschoben hat. Alter Falter, da kann man nicht mehr dazu sagen, außer Chapeau. Das wird es dann aber auch gewesen sein. Ich denke, Simon Pflück wird da nicht viel gegensetzen können, denn mit einem Performance-Unterschied von 1,1 Sekunde pro Runde nehme ich jetzt mal den guten Pflück in Schutz und sage, da kann er nicht mit anstinken. Da ist die Performance-Klasse eindeutig einen Stück voraus. Da müssen die Black Six-Piloten wahrscheinlich noch die ein oder andere Stellschraube drehen, als dass sie damit angehen können, die vordere Front anzublasen. Frank van Riesbergen. Grüße gehen raus. Auch da ein neuer Follower reingekommen. Willkommen in der Rennwelten-Community im Moment bei iRacing. Und währenddessen ich da das Ganze so ein bisschen vorlese, hat sich hier. Gab es den Lockmann schon wieder vorbeigeschoben an Berker? Wie, was und warum? Sehen wir jetzt. So. Oh, da stand einer. Das war der AMG. Vom Rennwelten-Boliden, das müsste Felix Ruppert gewesen sein. Und der hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass da dieser Überholvorgang passiert. Was ist mit Felix Ruppert passiert? Ah, den Klassiker. Wie gegen Kollegen Hosang
Und jetzt bloß nicht beachen, das haben wir schon gesehen. Das ist äußerst peinlich. Und das gibt von mir eine kleine Lachtirade bis zum nächsten Tag. Werde ich so schnell nämlich nicht los. Jan Raber und Dominik Steffens, die beiden beißen sich vorbei. Jan-Philipp Raber muss als erstes Mal im Laufe von 43 Minuten den Platz 1 in der Sonne abgeben an Dominik Steffens. Und beide gehen sie in die Box. Und wenn der MJR aufgepasst hat, was machen die denn da? Den Side-by-Side-Eingang Boxengasse. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die sind wirklich Oberkante, Oberlippe in die Boxengasse reingefahren. Jetzt bin ich wirklich heiß drauf. Ich weiß Berger und Lottmann. Ich weiß Binder und Co. Das ist alles sehr, sehr eng. Aber ich will jetzt genau wissen, wer von den beiden früher aufs Gas tritt und wer nicht. Das ist mir jetzt gerade so dermaßen auf den Fingern am Brennen. Da hat sich der Kollege Steffens mal richtig Luft rausgeholt. Dominik Steffens hat aufgepasst und sich angeguckt, was die Pro-Sports-Gemeinde gemacht hat. Zap, zap, zwei Huhn, zwei Gänse. In dem Fall ist Dominik Steffens wieder auf seiner gewohnten Performance unterwegs, nämlich auf der Startnummer 1 in der Wertung GT4. Schön gemacht. So geht's halt auch. So ein bisschen Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton-Move in China. haben die beiden heute hier mal auf der Nordschleife gemacht. Sehr schön. Geht alles, wenn man will. Binder, rot hinterlegt. Der hat das Auto irgendwo abgelegt. Wieso, weshalb, warum, sehen wir jetzt. Ja. Unangenehme Stelle, das Auto zu verlieren. Und vor allen Dingen, das Schlimme daran ist, dass du auch ewig bis du in die Boxengasse kommst. Das heißt, du fährst jetzt die ganze Zeit mit dem Knack im Hinterreifen rum. Brauch mal wie ein Schwein das Messer. Nämlich eigentlich überhaupt nicht. So, Daniel Berger und Sven Lottmann, die beiden kennen sich jetzt schon. Ja, also Daniel Berger, der kriegt, glaube ich, ja. Oh, hinten hat es bös gescheppert beim Überrunden. Das müsste Blase gegen Schissel gegen Ruppert gewesen sein. Holla, was ist denn da passiert? Wir gehen mal an die Onboard von Ruppert. Das muss ein dickes Missverständnis gewesen sein. Ja. Das war definitiv ein dickes Missverständnis. Ruppert damit auch leider raus. Wir gucken es mal aus der Onboard, also aus der Heli-Perspektive an. Kriege ich die rein? Nee, kriege ich nicht. Das heißt, wir gehen so. Oh, machst du gar nichts. Machst du gar nichts. Ach, ist das ärgerlich an der Stelle. Daniel Berger passt Sven Lottmann währenddessen, ehe wir den Unfall da begutachten durften. Wo ein GT3 leider die Segel streichen musste auf der Außenbahn in Richtung Mutkurve. Also ich würde mal behaupten, Daniel Berger, der hatte echt die Nase voll vom Porsche. Der hat mal so richtig den Afterburner-Modus angezogen und hat gedacht, nee, jetzt reicht's mir. Jetzt heißt es nur noch Pit Redlin und dann ist er wieder auf dem Podium unterwegs, der MJR. Grüße gehen raus. Schöner Move, auch das sehr, sehr solide nach Hause gefahren. Ja, Rupert hat es leider ganz, ganz böse erwischt. Ich glaube, das war... Ich will einfach nicht sagen, es sieht so ein bisschen zwischen Missverständnis und Netcode aus, wie das da passiert ist. So eine Mischung aus beidem. Bergwerk da, die Nase, es war genug Platz, alles war da. Schwierig zu sagen, wie das dann zu dieser Situation führen konnte. Ich bin kein Reko-Mitglied und ich habe auch nur ein paar Kameraperspektiven, um das aufzuschlüsseln, aber dafür passiert auf der Strecke im Moment zu viel, als dass ich das jetzt nochmal im Detail bearbeiten könnte. Nichtsdestotrotz glaube ich, es war einfach nur ein klassisches Race-Incident zu Ungunsten von Ruppert, der jetzt wahrscheinlich fluchend in seinem Simrig sitzt und sich denkt, was wollen die Pieps denn eigentlich da vorne noch so? Klare Sache, das Diskussionsgespräch zwischen Blase und Schissel ist damit auch erledigt. Ich nehme mal an, dass auch der Kollege Schissel da Schaden mitgenommen hat. Und wieso, weshalb, warum Schissel hinter Blase ist, muss ich auch nochmal reinholen. Ich glaube, das war eine Boxenstopp-Geschichte.
Ja. Ja, auch das war wieder eine Boxenstopp-Geschichte. Also alle Kämpfe an der Sonne wurden in der Boxengasse entschieden. By the way, kann man mal festhalten, ist eine schöne Strategie. Oder muss man mal festhalten? So, die letzten 15 Minuten laufen und die Herrschaften bewegen sich auf der Dingerhöhe. Das heißt, wir werden noch ungefähr 2 Runden fahren. Wenn nicht sogar 3, wenn die Jungs schnell genug sind. Denn Philipp Dirsus, der macht da das andere als langsam. Der fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen rein. Er ist im Moment eine 8, 33, 3, 7, 9, 7. Und Kollege Pflück ist nicht weit weg, aber auch der ist eine 34er Zeit gefahren. So, nochmal zum Vergleich. 56,454 war die schnellste Runde von Dirsus. Und damit ist er wegen dem Boxenstopp natürlich auch da ein bisschen langsamer unterwegs. Gucken wir also gleich, was er im nächsten Umlauf bringt. Denn das ist der jetzige Referenzwert, den wir brauchen, um an der Stelle berechnen zu können, wie gut und wie stark die Pace beim AMG mit der Startnummer 20 ist. Junge, 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 habe ich Schwierigkeiten. Wir haben es vorhin angesprochen und der MJR Daniel Berker ist froh, dass er den einen Porsche los ist, namens Lottmann. Jetzt hat er aber den nächsten Porsche vor sich, nämlich Redlin. Denn da muss man aufpassen, die 88, die sind richtig gut weggekommen am Anfang. Jetzt sieht es aber allerdings soweit aus. Also die haben ja auch ein paar Formationen, was das Qualifying anging, gemacht und alles schön und gut, aber jetzt die Rennpace, da werden sie gerade so ein Stück nach hinten durchgerutscht. Bedeutet also, die Qualifahrer sind Daniel Berker und Philipp Dirsus nicht an der Stelle, aber im Renngeschehen zeigen sie nochmal, was sie auf dem Kasten haben. Und das ist natürlich am Ende mehr wert wie eine Qualifying-Zeit. Wo man natürlich auch sagen muss, leider Gottes Rupert, der sich da früh wegen dem eigenen Fehler in Richtung hohe 8 rausgepurzelt hat. Binder, ups. Binder, der hat Escape gedrückt. Deswegen steht er jetzt in der Box. Oh, das. Oh! Oh, da hat es richtig gescheppert. Achtet auf die Feinheiten. Hosang erstmal an der Stelle. Ist der wieder geradeaus gefahren? Ich wollte. Matthias. Nee, hatten die ja noch einen 360 für die Fanskin gelegt. Aber Jan-Philipp Rabe, der hatte einen richtig schweren Abflug. Und da geht es um aktuell Platz 1 in der GT4. Und der Abflug, der hat es richtig in sich. Ei, 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 das war's für Rabe. Auto kaputt. Und danach war irgendwie mit Binder auch noch irgendwas im Sack. Wenden in 30 Zügen der AMG mit angefahrener Frontkratzer, Lippe. Alexander Binder hat das Auto auch verloren. Das ist alles in einer Sekunde sozusagen passiert. Ja, würde mal behaupten, war das Thema erledigt. Zurück zum Renngeschehen. Rabe damit jetzt 27 Sekunden weg von der Spitze, damit Wiese natürlich auch da achtet auf die Feinheiten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Wiese kann hier profitieren. Alexander Binder liegt wieder irgendwo. Nämlich in der Boxengasse. Der ist raus. Schade. Wo wollte ich hin? Gino Wiese. Ihn hier wollte ich nämlich reinholen. Die Dauer 48 im Moment. Stark unterwegs, 26 Sekunden Abstand und das wird weiterhin droppen, denn das Auto von Jan-Philipp Raber, wir haben ja den Abflug vorhin gesehen, sieht nicht wirklich sehr gut aus. Und wenn wir uns mal die Cockpit-Perspektive ansehen, mit Sicherheit wird da, ja, da ist mehr Lenkverzug dabei, als ihm lieb ist. Und ich gehe mal davon aus, Topspeed, alles weg. Also da ist es jetzt nur noch nach Hause humpeln. Er wird jetzt wahrscheinlich die Boxengasse fahren, den Fast Repair ziehen, whatever. Ja, gibt ja die Möglichkeiten, wenn ich mich nicht irre. In der Hoffnung, sich Gino Wiese vom Hintern zu halten. Aber er weiß natürlich auch, dass er jetzt die Chance hat. Wenn er ein Souffleur hat, also Gino Wiese wird wahrscheinlich irgendein
von Instinct Racing im Channel sitzen haben und ihm gesagt bekommen, Vorsicht, der Kollege vor dir hat sich gerade abgelegt. Und ja, damit Dominik Steffens seinen ärgsten Konkurrenten verloren, auf Eigenverschulden. Und das ist das, was ich immer sage. Bis zum Schluss ist nichts in trockenen Tüchern. Selbst die größten Ikonen machen Fehler. Und das haben wir dann auch heute wieder gesehen mit Raber, mit Rupert und Co. Die haben da eigens schon den Knarren verloren. Man kann diskutieren, wenn man sich in die Karre fährt, wie jetzt zum Schluss leider Rupert gegen den Toyota. Aber wie gesagt, das kann man diskutieren. Muss man nicht. Ich glaube, das war ein Race-Incident. Da ist man eher sauer drüber. Aber eigenverschuldend die Karre so wegzuschmeißen wie die beiden, schwierig. Und da sehen wir den Vorbeiflug an Wiese gegen Raber. Wobei Raber jetzt das Auto wieder gerade gebogen hat. Der Fast Repair war fertig. Und damit müsste er jetzt, solange er nicht wieder einen so einen Bock schießt, die Pace aufnehmen können, um den zweiten Platz nach Hause zu retten. Dominik Steffens, weiß ich jetzt schon, kann so ein bisschen die Eier schaukeln lassen. 6 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Der wird sich freuen, dass er den Druck raus hat. Das heißt, er kann mal tief durchatmen und einfach mal shortshiften mit knapp 1 Minute Vorsprung. Sollte da, solange er nicht selber den gleichen Fehler macht wie Raber, nichts mehr anbrennen. Weiter vorne sehen wir immer mal wieder so ein paar Blitzlichter, was das Thema 0,5 angeht. Nämlich Daniel Berger gegen Pit Redlin. Die sind da noch schwer am Diskutieren. Und die werden uns, glaube ich, auch bis zum Schluss unterhalten. Denn Daniel Berger bislang für mich der Pilot, der am meisten TV-Zeit heute hatte. Und dafür auch ordentlich Show geboten hat. Denn der Ferrari im Moment ist sehr, sehr stark unterwegs. Anfangs ein bisschen gedroppt, aber jetzt kämpft er sich zurück und jagt jetzt hier quasi den letzten Platz auf dem Podium. Und ich habe ehrlich gesagt tatsächlich die Tabelle vergessen, fällt mir gerade ein. Aber ich kann es euch nochmal sagen. Danny ist in der GT3 in der aktuellen Lage Nummer 1. Dominik Steffens auf der GT4 und im Toyota Cup ist es Merlin Mark Wolf, der mit dem 86er Toyota für Academy bei Wolf Motorsport auf der 1 ist. Silbern haben in der GT3 Simon Pflück, das ist der aktuell auf der 2 unterwegs ist. Michi Blocksberg, der GT4 Pilot, heute nicht am Start. Und Thomas Blase im GR86, krieg's glaube ich nie hin, der im Moment auf der 1 unterwegs ist, könnte sich da natürlich daraus profitieren, dass Merlin Mark Wolf heute nicht da ist und er viele Pünktchen an der Sonne kriegt. So, halten wir uns jetzt mal noch die letzte Runde so ein bisschen im Augenschein. Ja, letzte Runde, warum? Weil, ich sag mal, die fahren jetzt mehr als 4 Minuten. Das heißt, Philipp Dirsus gönnt jetzt alle noch einmal einen Shot. Die gehen jetzt über die Linie. Boah, ich kann da nicht wegschalten, das gibt's doch nicht. Die beiden sind doch... Der Ferrari muss richtig stark auf der Dödingerhöhe sein. Den hat er sich gut gesnackt. Mein lieber Gesangsfan, kommt der Konter von Pit? Kommt der Konter von Pit? Achten wir auf die Feinheiten. Windschattenduell. Und dann der absolute Divebomb-König des Tages spielen oder nicht? Pat Redline, der Black Six Racing-Pilot. Er hat kurz drüber nachgedacht, die Nase reinzuhalten. Hat dann aber gemerkt, der Bremspunkt ist wirklich spät. Dann machen wir doch lieber nicht. Boah, jetzt hat er sich vom Trailbreaken des Ferraris mal kurz hops nehmen lassen. Ein kurzer Überraschungseffekt. Aha, jetzt ist er wach. Der Porsche-Pilot. Diesen Chip in. Ich mag diese Kurve so gerne. Wenn es natürlich die Track Limits zulässt, fahre ich die genauso. Das macht richtig viel Spaß, diesen Flow da mit diesem Counter-Out, Counter-In mit reinzunehmen. Der Ferrari auf. Oh, das war ein guter Exit vom Porsche. Das war ein sehr guter Exit vom Porsche. Jetzt muss er den Drive mitnehmen. Jetzt muss er ihn halten. Aber der Ferrari ist da sehr stark hier auf dem Exit. Und wir haben eben gerade gesehen, dass das Thema Top Speed leider zugunsten des Ferraris ausgeht.
man sieht halt auch, der Porsche bemüht sich da überhaupt dran zu bleiben, aber wirklich näher kommen ist minimal zu erkennen. Bis hin fast zu null. Piet Rädlin, der kämpft sich hier mit der Startnummer 88, ein Wolf. Teamkollege 979, Pflück ist mit 2,1 Sekunden leider auch klar erstmal auf Platz 2 verwiesen worden. Aber auch 2 Sekunden sind nicht viel. Das muss nur ein klitzekleiner Bock sein. Und schon ist er wieder dran. Also auf der Nordschleife für bis 5 Sekunden ist ein Wimpernschlag. Weiter hinten ist Pielberg gegen Stadtfeld, Porsche gegen BMW. Und Schissel ist wieder dran und Blase nach dem Kollisionsdebakel. Ich glaube, die beiden warten aufeinander. Mein Wild Guess. Die beiden mal im Bild. Oh, Pielberg. Der Cayman Porsche jagt hier gerade aktuell den BMW M4, wenn ich mich nicht irre. Zum Dreier ist er zu lang. Aber es ist auch schon krass, wie viele ausgefallen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Piloten leider schon ausgeschieden. Die grüne Hölle hat heute wieder ihren Tribut gezollt. Über 50% bei den Toyotas. Dramatisch sind da drei Autos. Ja, ich denke mal, Schissel und Blase, die werden das in der letzten Runde auf der Döttinger Höhe für sich entscheiden. Ja, aber die spielen ein bisschen miteinander. Und warten quasi auf die letzten Kurvenkombinationen, um es auszufahren. Und das Thema Ausfahren, was die Streckenleistung angeht, macht hier Stadtfeld auf Maximalbasis. Der hat so ein bisschen mit dem Gravel geflirtet. Sprungkuppe rein, Rechtshänder, schleifendes Gas, Traktion suchen, Blindspot Corner, zweite Blindspot Corner. Und dann, boah, das Auto macht alles, nur nicht das, was es soll. Man könnte hier so ein bisschen Ballerina-Musik drunter spielen, wenn man mal eine Slow-Mo laufen lässt, wie es da an der Stelle für das Auto abgeht. Was das hüpft an der Stelle. Markus Pielberg. Ich versuche extra eine Pause zu machen für alle, die es nicht wissen. Mit der 202 jagt hier aktuell die goldene Ananas. Platz 4, Energie D4, in Reichweite. Kollege Stadtfeld, auch das starkes Saisonergebnis, by the way, im Moment auf der 4 unterwegs. Darf man nicht außer Acht lassen. Ja, was macht der Cayman? Was macht der Cayman GD4? Gehen wir mal bei Stadtfeld rein. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Side-by-Side-Move. Da ist der Cayman erstmal durch. Aber wie sehr kann der BMW kontern? Spät auf der Bremse. Da hat er schon die Zielscheibe auf die Heckschütze vom Cayman gemalt. Aber alles noch im Griff. Schauen wir uns das mal an, wer wo unterwegs ist. Damit ich auch genau weiß, was ich wenig wie ich einfangen soll. Hat sich da gerade der BMW abgelegt, in dem Moment, als ich weggeschaltet habe.
sah nur so aus. Also, Philipp Biersus, derjenige, der hier mit teaminterner Wertung für Team Pro Sport einen Platz in der Sonne für sich verbuchen will. Starke Leistung. Teamkollege Danny ist arbeiten und er sagt, jetzt muss ich die Stange halten für Pro Sport. Das macht er ganz gut. Die beiden haben sich sehr gut vorbereitet auf dieses Rennen. Ja, und das Ergebnis sieht sehr, sehr gut aus, was das Thema P1 angeht. Denn wir befinden uns auf der Dötinger Höhe. Es gibt nur noch einen großen Bock, den er schießen kann. Und Redlin hat so einen Bock gerade geschossen. Und Sven Lottmann, der bewegt sich jetzt im zweiten Karussell in Richtung Döttinger Höhe. Oh, Florian Schießel ist übrigens auch weggeflogen. Die beiden Toyotas haben sich angegast. Ui, ist er eingeplankt oder ist er nicht eingeplankt? Nee, gut, er hat keinen Aeroschaden. Die beiden Toyotas schaue ich mir gleich nochmal an in der Wiederholung, was da passiert ist. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt natürlich die Zieleinfahrt mit von Philipp Biersus, der sich jetzt gerade auf Start und Ziel bewegt. Der freut sich natürlich und zwar zu Recht. Gratulation zum Sieg in der GT3. Philipp Biersus, der Team Pro Sports Bolide, siegt auf ganzer Linie vor den Black Six Piloten Simon Pflück und Daniel Berker, der ja im Prinzip absoluter Hahnkampfmodus des Tages war. Der MJR eSports Bolide hat richtig gut gearbeitet durchs Feld. Solides Racing. So kann man einen dritten Platz auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Pit Redlin, der schafft es gerade noch vor Lottmann ins Ende. Auch das war sehr, sehr knapp. Und Ben Samberg auf der 6. Dann Philipp Grabner auf der 7. Auch der hatte zumindest mal einen besseren Run im Hinterkopf. Martin Semmler, der hat früh abreißen lassen müssen und seinen Stiefel runtergefahren. Platz 8, damit ist er dann halt auch auf der Dötinger Höhe. Und ich denke, damit nichts mehr viel passieren. Platz 10 geht an Gümpel, der allerdings schon ein paar mehr Flirty-Actions mit einer Leitplanke hatte. Genauso wie Kollege Stefan Theissen. Auch der räumt das Feld jetzt gerade von hinten so ein bisschen wieder auf. 1,1 Sekunden. Aero-Unterschied sehe ich keinen. Er stagniert bei 1,18. Jetzt allerdings fallend. 1,2. Also würde ich mal behaupten, solange jetzt nicht irgendwas ist, ist der Aero-Vorteil bei dem grünen Audi R8. Merkenpokal. Also auch da kein Advantage, was die Marke angeht. Dominik Steffens, der ist natürlich mit knapp einer Minute Vorsprung unterwegs. Und wir gucken uns gleich nochmal an. Semmler drinne, Morawitz drinne übrigens, auch das stark gemacht. Gümpel reingeschneit und jetzt mit Theissen über die Linie, Platz 11. Und wir gucken uns den Unfall zwischen Blase und Schissel mal an, was da passiert ist. Böse Ausrutscher. Au, das war böse. Ja, da ist Aufhängung Schrott. In der Regel fängt ein Auto mit solchem Schaden an zu brennen. Ach guck, ich sag doch, die warten aufeinander. Ja, das nennt man Racing Spirit. Die beiden ziehen sich quasi par excellence mäßig nach Hause, aber da ist nicht mehr zu holen. Wenn die Aufhängung so am Sack ist, ist Feierabend. So, Platz 1 an der Sonne in der GT4, Dominik Steffens. Der darf jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Der fährt nämlich immer noch, als würde er quasi um Platz 1 kämpfen müssen, aber er hat eine Minute Vorsprung. Rabe hat ja einen dicken Fehler gemacht, auch von dem er schwer profitiert hat. Und da steht übrigens der Toyota und sagt, nee, ich mache lieber Platz. Ja, der zweite, das ist Schissel. Ja, Blase da leider sehr, sehr weit zurückgefallen. Das heißt, die beiden werden wir noch eine ganze Weile abwarten dürfen, bis sie ins Ziel kommen. Kann sein, dass ich da schon früher den Stecker ziehe, weil ich um 8 nach in der Straßenbahn sitzen muss.
Das heißt, wir haben noch knapp 10 Minuten und dementsprechend werde ich wahrscheinlich da den Stecker ziehen, weil die Quali ja schon über 6 Minuten länger ging und wahrscheinlich dann auch das Rennen nochmal expandiert wird. Reingekommen sind noch Helden und Goldschat auf 12 und 13. Steiner, der müsste jetzt auch bald über die Linie gehen. Wenn dessen nicht gerade im Chat lese, dass sich auch Ben zu den Rennwelten-Jungs mit dazu sondiert hat. Liebe Grüße, schön, dass du mit zur Community gehörst und hoffentlich viel Spaß hast bei dem, was hier auf der Strecke passiert. Die Döttinger Höhe kann sich wirklich ziehen. Wie Kaugummi. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich früher Feierabend mache und irgendeiner da draußen noch so einen Quatsch baut, wo ich mich ärgere, dass ich früher Feierabend machen musste, dann werde ich sauer. Ich werde mir die Person auf dem Community Day schnappen. So viel steht fest. Und genauso viel feststeht, dass Dominik Steffen sich, und zwar zu Recht, sehr über den Sieg freuen wird. Und so ist es auch. Dominik Steffens abgewunken. Gratulation zum Sieg in der GT4. Stark gemacht. Jan-Philipp Raber, der MJR mit dem eigens verschuldeten Fehler auf der 2. Gino Wiese hat zumindest mal kurz drüber nachdenken können, ob es Platz 2 wird. Aber am Ende trotzdem ein gutes Ergebnis für P3. Pielberg, der Cayman, der Privatier Cayman mit der 202 auf der goldenen Ananas, auch da wird nicht mehr viel passieren. Markus Stadtfeld auf der 5. Kasia Lisa Hansen, nachdem sie am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weil sie unbedingt ein bisschen flirten musste mit der Leitplanke. Auch sie ist jetzt auf die 6 unterwegs. Martin Kapp hatte genauso Schwierigkeiten am Anfang. Und Matthias Rosang, ja, mehrere Ausritte gehabt. Unter anderem natürlich auch noch den Kimi Räikkönen-Modus nachgemacht in Sao Paulo. Grüße gehen raus an Matthias Rosang. Florian Schissel ist abgewunken vor Blase. Das heißt, die sind definitiv schon mal durch. Die müssen wir nicht mehr warten. Die ersten drei in der GT4 ebenfalls. Ich habe Hoffnung, dass ich alles noch einfangen kann. Die beiden haben schwer mitten sich gekämpft. Platz 8, Matthias Rosang, werde ich wahrscheinlich skippen müssen. Das bedeutet, für mich ist das letzte Fahrzeug Martin Kapp, der jetzt gleich reinmarschiert. Ich setze mich schon mal in Richtung Movement Position. Warte dann ab, was da passiert. Also Martin Kapp, der Letzte, der jetzt über die Linie geht. Für mich natürlich nicht zu vergessen, Martin Hosang. Matthias Hosang, Entschuldigung, der jetzt gleich noch über die Linie geht. An der Stelle, ich sage euch schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gratulation an Dirsus, Flück und Berger in der GT3, sowohl als auch Steffens, Raber und Wiese in der GT4. Schissel, Blase als letzte zwei fahrenden Fahrzeuge mit, ja, ich würde mal sagen, Fairplay-Modus aufeinander gewartet. Aber nichtsdestotrotz, Schissel gewinnt normalerweise deutlich. BZW haben die beiden so schwer aufeinander gewartet. Nach dem Unfall mit Ruppert haben die da schon wieder aufgerückt. Die beiden sind zum Spaß miteinander gefahren, aber auch das ist Spirits. Grüße gehen raus an die beiden. Blase und Schissel, die Startnummer 16 und 84. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt ihn. Ich muss jetzt die Segel abreiten und in die Straßenbahn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und hoffe, ihr genießt es, denn der Letzte ist drinne. Let's go Racing, Hosang ist auch da. An der Stelle.
wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet das Rennen genießen. Wie gesagt, bei mir heute ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte nicht schon wieder aussetzen, das wollte ich euch nicht antun. Und selber möchte ich gerne der Action, die dort passiert, auch gerne beiwohnen. Liebe Grüße an alle Teams und alle Fahrer. Liebe Grüße an die Zuschauer und an eure neuen Community-Members, die ja gerade dazugeschaltet sind. Ich freue mich sehr. Hoffentlich sehen wir uns auf dem Community Day. Ich denke, ein Rennen haben wir noch vorm Community Day. Let's go Racing an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschö mit Ö.